verprügelt mit Punchlines. Verprügelt mit einer verprügelt mit Punchlines. Hi und herzlich willkommen zu Verprügelt mit Punchlines. Mit mir an meiner Seite Jonas Imam, Falk Pötschig, ich bin Ivan Thieme. Es ist Samstag, im besten Fall, die Folge kommt am Samstag raus. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche oder habt gerade eine schöne Woche oder auch nicht. Ist auch nicht so schlimm, wenn man keine schöne Woche hat. Aber also, hoffst du, dass die Leute eine schlechte Woche haben? Nee, das hoffe ich nicht. Nee, ne? Aber es ist auch vollkommen okay, weil gerade es ist immer noch Januar. Es ist immer noch ein bisschen kalt und deprimierend draußen. Ja, ich finde es maximal. Deswegen vollkommen okay. Knullet euch ein, macht euch einen schönen Cappuccino und dann geben wir euch hier ein paar Jokes. Das ist der Deal, oder? Ja. Und wenn Cappuccino und eine Therapiedecke. Und wenn ihr buddelt euch ein. Mein Gott, wollt ihr eine Schaufel? Oder geht in den Wald spazieren. Habe ich jetzt ein paar Mal gemacht. Und richtig buddelt gut. Euch ein. Nee, weil da sieht man nämlich so Löcher, die von Wildschweinen schon gebuddelt werden. Das sind krasse Löcher. Man denkt immer, das sind wirklich krasse Löcher. Das sind schon gute Löcher. Kannst du mit deiner Nase so ein Loch machen? Ja. Nee, aber vielleicht, also erstmal machen die das, glaube ich, nicht mit der Nase. Machen die nicht? Nee. Ich dachte, die schneuzen das so auf. Nö, Schweine sind mit den intelligentesten Tiere. Ich erwarte, dass die eine Schaufel haben oder irgendwas anderes. Das heißt, also Ingenieursgruppe löst. Bevor wir in Jokes verfallen, noch eine kleine, eine Freche, kleine Promorunde. Und zwar, wenn euch der Podcast gefällt und ihr schon heute schon mit der Folge durch seid und sagt, hä, wie soll ich denn die Woche noch überstehen? Ja. Kein Problem, we got you. Und zwar haben wir Patreon. Dort könnt ihr für einen 5er im Monat, kriegt ihr eine Plusfolge. Das heißt, pro Monat 4 extra Folgen. Mhm. Das heißt, im Schnitt 4 Stunden mehr Content. Mhm. Nicht nur das, sondern auch kleine andere Kleinigkeiten. Die Patreons bekommen gerne ein bisschen früher Bescheid gesagt, wenn wir Live-Shows haben oder unterwegs sind oder besondere Anlässe sind, wie zum Beispiel Jonas sein Solo am 4.2. Kommt da gerne vorbei. Ansonsten, genau, schaut euch mal auf Patreon um, da gibt es viele tolle Sachen. Falk ist auch gerade fleißig am Schreiben fürs Lohnsrecht. Und ansonsten gibt es noch eine andere Sache, und zwar der Falk ist im Frühling unterwegs mit dem Till Reiners. Schaut mal auf Falks Instagram vorbei, und da ist es alles sehr, sehr penibel beschriftet. sehr viele steht auf einem Haufen, vielleicht ist ja eine Stadt dabei. Steht. Ansonsten noch eine Sache. Nee, zwei Sachen noch. Wir sind auf Twitch. Das heißt, wenn ihr selber Twitch habt oder gerne mal auf Twitch seid, dann lasst uns Follow da. Der Plan ist, der Pitch ist folgender. Ich, Jonas und Falk werden quasi uns einen Tag in der Woche nehmen, wo wir ein bisschen twitchen. Das heißt, ihr könnt einfach sehen, wann wir da online sind. Wir werden dann so einen kleinen Schedule aufbauen und dann einfach mit uns ein bisschen abhängen und ein bisschen rumgoofen. Schedule kannst du eintragen sogar. Genau. Solltest du sogar. Ja, genau. Und ansonsten habe ich noch eine Sache zu promoten, und zwar am 29.03. Habe ich mein Solo im Quatsch Comedy Club in Berlin. Das ist sehr, sehr großer Tag für mich. Es sind auch es ist ein großes Theater, es sind 250 Plätze, und das ist keine Übung. Kauft Tickets. Das ist, Leute, denken, this is not a drill. Ja. Lass lieber nicht den Raum abhängen mit so ein paar schwarzen Bettlaken, damit nicht auffällt, wie schlecht besucht ist. Ich dachte, wie witzig wäre es, wenn man nur den Oberrang bestuhlt. Also nicht den Unterrang. Ich will es nur nach oben. Komm bitte vorbei, 29.03. im Quatsch Comedy Club. Es ist ein Mittwoch in Berlin. Kommt gerne vorbei. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ein paar Punchies mit am Start sind. Mhm. Ansonsten das war unsere kleine Proberunde, denke ich. Genau. Kannst du es noch einmal für den Schnitt ganz kurz machen, weil dann wir haben gerade 3 Minuten dafür gebraucht. Wirklich? Ich habe gerade gedacht, sogar ich bin langsam outgezoomt. Nein, wirklich? Ich hab noch nicht mal gesagt, auf YouTube abonnieren. Ich habe nicht mal gesagt, auf Spotify abonnieren. Ja. Ich habe auch noch nicht mal gesagt. Aber du hast dir so ein bisschen Zeit gelassen. Du hast so Lust gehabt auf die Promo. Ich habe noch nicht mal gesagt, die sollten Feedback, also hier 5 Sterne geben. Meine Promo, das ist ja klar. Ich habe wirklich viele Dinge ausgelassen. Also ich habe es versucht, Zeit, es geht so halt. Ich glaube, es waren die emotionalen Appelle dazwischen, die dann am Ende die Sache gestreckt haben. Ja, mein Gott, da haben die Leute jetzt einfach 16 Mal auf den 15-Sekunden-Button gedrückt und jetzt geht's weiter. Freunde, wir wissen doch, wie es ist. Ich mach's doch auch. Du warst bei Marc Maron immer gerne. Also ich bin doch nicht böse, Freunde. Ja. Also, das finde ich unfair, muss ich sagen. Was? Von den Leuten? Dass sie die 15-Minuten-Knopf drücken. 15 Sekunden? Nee, 15-Minuten-Knopf. Also, drückst du den nicht?
Manchmal. Ich hämmer. Aber wirklich, wenn die Promo so komplett unpersönlich ist. Wenn wir so Squarespace Promo machen. Square Enix. Square Enix. Secret of Mana Promo. Nee, aber das ist ja persönliche Probe. Das ist ja noch bessere Promo. Ich weiß, aber ich bin, also ich muss sagen, wenn ich schon merke, oh, wir gehen hier in einem Promo-Blog, da ist der Finger aber ganz schnell in der Hosentasche. Da bin ich ehrlich. Bei mir ist es auf Social Media, wenn ich das gesponsert sehe, ist es bei mir sofort. Ganz furchtbar. Es ist aus. Es ist quasi so wie so eine, keine Ahnung, Wand davor. Genau. Ja, und viele Sachen, ich höre auch amerikanische Podcasts und da bringt es mir auch manchmal nicht so viel, wenn ihr jetzt 2 Minuten eure Tourtermine ansagt, weil ich bin nicht in Nebraska, ich kann es nicht gucken. Aber du könntest da sein, wenn du wolltest. Aber das wäre ein Commitment. Du bist nicht engagiert. Das wäre so ein Commitment, nach Nebraska zu fliegen. Ja, und manchmal sagen sie ja auch Termine an, die in London sind oder in Norwegen oder so. Bestimmt. Da könntest du schon mal hinjetten. Ja, also ich hab auch noch so 2, 3 Comedians, die ich gerne sehen würde. Du guckst dir Birdie an, ne? Nope. Bird? Der ist schon weg. Du hast ihn schon geguckt? Nee, der war da, aber ich habe ihn nicht gesehen, weil ich auch nicht rechtzeitig gesehen habe, dass er da war. Weil ich habe nur neulich... Hast du Tickets bekommen oder bin ich bescheuert? Tom Segura, Entschuldigung. Es gab irgendwo in der Nähe vom Zoo, bin ich neulich an einem Plakat von Bert Kreischer vorbeigelaufen. Mhm. Das war so ganz vom Regen zerfressen. Und ich dachte so, oh, den hast du wirklich verpasst. Ja. Also wenn du schon vom Regen zerfressen bist, das Plakat. Ja. Es gibt so ein paar Leute, die würde ich gerne noch... Ja. Die hätte ich gerne noch hier. Aber also, die kommen. Man hat mir gesagt, er hat ohne Shirt performt. Natürlich. Ja. Erwarte ich. Standesgemäß. Erwarte ich. Trotz der kalten Temperaturen hat er es gemacht. Wo hat er denn gespielt? Es ist kalt in dieser Arena. Ne? Aber wo hat er denn gespielt? Das ist ja die Frage. Keine Ahnung. Spielt er hier so? Also, nee, er hat mir große Tempodrom-Arena gespielt. Großen Tempodrom? Ja, glaube ich schon. Wow. Ich glaube, kleines Tempodrom. Meinst du wirklich? Nee, es könnte zu klein sein. Ich hatte das Gefühl, es hat sich nicht gut verkauft. Ich habe auch sehr wenig Chatter darüber gehört. Normalerweise. Weil ich mit den ganzen englischen Comedians davon bin, sehe ich dann immer noch, wir gehen heute alle zu Bert Kreischer. Ja. Aber ich wollte sie einfach nicht zugeben. Ja. Ja, ne, der ist so ein Comedian, den man vielleicht auch so halbheimlich guckt. Ja. Weil er ist jetzt nicht so. Sidechick-Comedian. Guck mal, Falk hat nämlich. Sidechick-Comedian, wäre mir richtig gut. Falk hat nämlich, sehe ich gerade, wenn ihr das Video schaut, Falk hat ein fantastisches neues Telefon in seiner Hand, in dem er wirklich eine Hülle drum hat. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, ich weiß, dass du da sehr stolz bist. Ich habe eine Frage an dich, Falk. Und zwar, wie sehr. Bert Kreischer. Ja. Berlin. Bitte frag weiter. Hat sich dein Leben geändert? Weil ich finde, das komplett. Die erste Woche. Bin jetzt erst ein die Mensch. Erste Woche mit dem neuen Telefon ist Columbia wirklich. Halle. Ah, krass. Ist ja ist auch nicht krass. Klein. Ist ja auch. 1400. Die erste Woche mit so einem neuen Telefon ist ja wirklich ein. Ist magisch. Ist ja wirklich magisch. Ja, ja. Also, es ist ja alles. Ich war noch nie so glücklich. Nein, also, es klingt. Stell dir vor, du bist bei Therapie so 7 Jahre, du kommst nicht klar. Was fehlt denn eigentlich? Ey, es ist so geil. Ja. Also, es sind einfach so die Kleinigkeiten. Ja. Es sind die Kleinigkeiten, Freunde, die das Leben ausmachen. Ja. Und dieses Telefon ist ja eigentlich hauptsächlich dafür bekannt, es hat eine sehr gute Software. Mhm. Und das Telefon hat mich jetzt schon ganz gut verstanden. Ich glaube, viele Telefone machen das ja normal. Ja. Ja. Aber stell einfach den Wecker automatisch ab. Nee, muss ich an eine gute Line vom neuen Audio 88 Album denken. Ja. Ich habe seit Jahren keinen Wecker, aber ich bin ja auch kein Kind. Und ich finde, das ist sehr gute Line. Ja. Nee, aber manchmal ist es so, wenn mir Leute schreiben, dann bietet mir mein Telefon inzwischen so eine schöne, vorgefertigte, generierte Antwort auf das, was ich sage. Wie bitte? Und ohne Scheiß, ich kommuniziere nur noch so. Bin ich hier? Es kommt irgendwas, Knopf gedrückt, lasst mich in Ruhe, ihr glaubt, wir interagieren. Da steht immer nur legit Ausrufezeichen. Easy Smiley. Legit crazy steht da immer. Ja. Wow, mit 4 O's. Ja, dankeschön. Ey, was ist das? Also die KI bastelt hier auf die Nachricht eine Antwort? Nein, also ist natürlich immer so bei einem Fragezeichen. Also man, ja, doch, schon. Doch, ist nicht so schlecht, wie man glaubt. Also ist jetzt natürlich das nicht so. Das habe ich ja noch nie gehört. Also die sagen jetzt nicht, wow, das ist batshit crazy, so gut kennen wir uns noch nicht. Ja, nee, aber das kommt dann noch. Ja. Das wird eine Weile, wird es anfangen, deine Dictionary, und dann irgendwann beantwortet es die Nachricht einfach von selber. Ja. Und ich, ohne Witz, ich liebe das so. Ja. Ich habe wirklich kaum noch reale menschliche Interaktion. Ehrlich gesagt, und bin so glücklich. Bei der Terminplanung mit Falk wäre ich auch froh, wenn ich einfach nur mit seiner KI reden könnte. Aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Vielleicht ist das die Zukunft, weiß ich nicht. Und du kriegst dann einfach von deinem Telefon immer nur gesagt, wo du noch hingehen musst. Aber ohne Witz, ich wäre wirklich glücklich, wenn es so wäre, weil ich kann das ja nicht. Ich mache das ja nie aus Bösartigkeit. Ja. Und ich habe jetzt einen Kalender, ich führe Kalender, ich versuch's ja. Ich bin nur so schlecht. Das heißt, ich wäre nicht böse, wenn eine KI meine Terminplanung übernimmt. Aber jetzt musstest du ja mit dem Google-Kalender arbeiten, ne? Ja, mache ich jetzt auch. Sehr gut, das ist ein sehr gutes Tool. Nee, ohne Scheiß, es ist schon geil, ein neues Handy zu haben. Ja. Es ist
ich finde es immer noch, ich finde den Sprung immer noch zu sagen, ich kaufe das jetzt, ist immer noch hoch. Hm. Ich finde es einfach wirklich scheiße teuer. Ja, voll. Aber das ist ja eine Investition auch irgendwie. Jetzt, ja, das jetzt kann man bei uns jetzt, immer sagen, weil das ist ein bisschen Beruf. Jetzt hast du gute Stories, die du posten kannst. Ja, ich habe gestern eine Story schon gepostet. Schon Upgrade, muss ich sagen, auf deinem Social Media. Ich habe eine schöne Story gestern gepostet. Was war das für eine Story? Ich habe einfach nur ein Bild gemacht, ne? Aber sieht gut aus. Okay. Sieht gut aus. Genau, das ist schon viel wert. Das macht ja schon einen Unterschied, muss man schon ehrlich sagen. Ja. Und ich benutze die Kamera jetzt auch mehr, weil es schöne Bilder sind. Ja. Die andere war halt so scheiße, dass ich auch nie benutzt habe. Ja. Und jetzt mache ich halt auch mal ein Bild. Ja. Das ist ja auch ganz nett. Ja. Ja. Spannend. Ja, fühlt sich gut an. Ja, dann das war der letzte gute Kauf, den ihr hattet. Wo ihr wirklich danach gesagt habt, das war so geil, dass ihr es gekauft habt. Der letzte gute geiler Konsum. Richtig geil. Ich glaube, es war ein Computer. Ja, ist immer geil. Ja, war eine zweite Bettdecke. Geht in sehr spannende Richtung. Ja. So und eine, ich glaub's euch beiden. So eine zweite gute Bettdecke. Ja. Weil, neue Bettwäsche ist eigentlich immer was Gutes. Ja. Ich muss mir eine neue Bettwäsche kaufen. Ja, aber hätte ich die Wahl zwischen neuem PC und einer neuen Bettwäsche, würde ich sagen, neue PC. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Kannst dir auch mal einen PC zudecken, wenn du willst. Ja. Schön warm. Schön mit dem Grafikspeicher. Ja. 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 Kannst du mit unter die Decke nehmen. Habe ich euch erzählt, dass ich so eine Gewichttherapiedecke habe? Eine Gewichttherapiedecke? Na, kennt ihr das nicht? Kannst du bitte mal deine Freundin ein bisschen respektvoller reden? Das kotzt mich wirklich an. Tut mir leid. Also sorry. Ah doch, ich weiß, das ist eine Decke, die ein bisschen schwerer ist, die einen beruhigen soll, ne? Die wiegt 10 Kilo. Die wiegt 10 Kilo? Wirklich, eine 10 Kilo schwere Decke. Das ist richtig gut. Und wie? So geil. Ohne Scheiß. Und dann? So gut. Kannst du dich nicht bewegen dann? Nee, man kann, also es fühlt sich einfach richtig gut an. Du deckst dich mit dieser schweren Decke zu und das ist so einen leichten Druck auf dir, aber jetzt nicht so, dass es unangenehm ist. Ja. Das ist ja noch schwieriger, aus dem Bett zu kommen. What? Das ist ein bisschen ein Problem, aber ich würde gerne das gerne ist genau der Gegenteil, was du willst früh morgen den Tag starten, aber kannst du nicht, weil die Decke ist zu schwer. Nochmal. Keiner möchte früh morgen den Tag starten. Doch. Nicht auf dieser Seite. Jeder hat so die ideale Version von einem selbst, dass man so um 9 Aber ich habe seit Jahren keinen Wecker, ich bin ja auch kein Kind. Also ist auch völlig egal, ob die Decke 10 Kilo ist. Ist das die ideale Version einer Person, um 9 aufzustehen? Nee, ich glaube glaub nicht. Kommt auf die Person ich glaub, an. Ich glaube, einige Personen können das. Ich glaube, auch halb 10 ist nicht verkehrt, aber ich glaube, die Routine ist halb richtig. Halb 10 ist Er hat um eine halbe Stunde nachgegeben. Ey, du warst gerade so ein richtig cooler, junger Boss, der gesagt hat, geh doch mal 5 Minuten her. Häng sie morgen ran. Häng sie morgen ran. Ja. Und so richtig stolz darüber, als hätte man gerade was Gutes getan. Du, wir haben hier Gleitzeit. Du kannst doch eine halbe Stunde später kommen. Solange du eine halbe Stunde später gehst, ist alles ich okay. Ich bin 40 Minuten ich später. Ich finde der Unterschied zwischen 9 und halb 10 absurd krass vom Frühmorgen. Oh, weiß ich nicht. Das sind für mich nicht die Zeiten, die brechen. Echt? Nee. Also 9. Zwischen 5:30 und 6:15 ist insane. Sind die wichtigsten 45 Minuten des Tages. Ah, krass. 5:30 oder 6:15, ohne Witz. Ich finde, make und alles, wo der 8 vorsteht, denke ich mir, oh krass, ich bin richtig stolz auf mich. Wenn der 8 vorsteht, wenn ich aufstehe, dann ist es ein guter Tag. Dann ist in der Regel auch ein guter Tag, muss ich sagen. Oh, ich weiß nicht wirklich? Wieso, weil ich das Gefühl habe, nicht dem Tag hinterher zu rennen. Aber es ist ja, das stimmt schon. Ich wollte nicht ins Wort fallen. Nee, ich hab ja auch die Erfahrung, ich weiß nicht warum, mein Körper hat umgeschaltet zu Beginn des Jahres wahrscheinlich, weil ich wusste, dass ich jetzt auf mich allein gestellt bin. Bis Factory Reset war das. ich bin durch reine Anxiety, glaube ich, aufgewacht. Was bist du? Durch reine Anxiety jeden Morgen aufgewacht. Ah, okay. Um 7 oder um 8 oder sowas. Und man schafft sehr viel. Das muss man wirklich sagen. Das klingt maximal ungesund, aber auch irgendwie gut. Ja. Ich glaube, es war viel gesünder als mein vorheriger. Weil ich dann abends auch eingeschlafen bin. Ich bin halt abends. Wirklich? Du kannst jetzt Abend einpennen oder was? Ne, ich bin jetzt leider wieder durcheinander gekommen, weil ich einen Abend saufen war. Das hätte ich nicht machen sollen. Mhm. Aber vorher. Zerrubt alles, ne? Also wenn ich mich abends hingelegt habe, schon um 21 Uhr hätte ich schon einschlafen können. Ja. Das konnte ich vorher nie. Das ist insane, weil du bist ein richtig schlechter Schläfer. Nee, ich bin ein sehr guter Schläfer. Du warst auch mal ganz, 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 ganz lange wach. Ja, ja, aber also ich habe ja dann auch in den... früh um 4 chatten können, wir waren beide wach. Aber ich hatte ja dann auch weiter in den Tag reingeschlafen. Nee, natürlich, natürlich. Mhm. Also ich konnte schon immer schlafen. Ja. Das war einer von meinen Key Skills. Wirklich? Ja. Bist du da so gut drin? Schlaf ist eine Waffe. Oh, kannst du das auch gut? Einfach hinlegen, pennen? Nee, gar nicht. Gar nicht. Du könntest dich jetzt hinlegen und dann würden die Lichter auch ausgehen. Ach so, ja, so ich bin ja noch nicht so lange wach, das wäre ein bisschen selten. Obwohl, doch, ich glaube, ich fühle mich gerade so ein bisschen so. Oh Mann, ich bin beneidet. Jetzt, wo du es sagst. Ohne Witz, ich würde es so respektieren, wenn du ehrlich einschläfst. Ich wäre so stolz und neidisch. Ich hatte meinen Mitbewohner, ne, habe ich schon mal erzählt, ne, an der Uni, der konnte in der Vorlesung aufrecht sitzen, schlafen, wie ein Pferd. Wow. Wir waren alle sehr beeindruckt. Das ist wirklich krass. Ja. Das ist wirklich krass. Nie erwischt worden. Aber aufrecht, aber die Augen waren zu, weil wir waren so weit weg, dass man nicht gesehen hat. Wir haben halt relativ weit hinten gesessen und er hat halt auch eine Brille auf. Ich glaube, es hat es noch schwieriger gemacht, 100%ig. Seine Augen zu sehen. Ja. Ja.
Krass, ey, nee, ich kann absolut, ich schlafe immer so, als ich eingependelt, so gegen kurz vor eins ein. Und dann schlafe ich so bis neun. Das ist so mein Rhythmus. Weil man ist auch in der Regel schon von Shows zu Hause, so um 23:30. Das ist halt das Problem. Eigentlich, es gehört so ein bisschen zum Job dazu, da noch so ein bisschen rumzuhängen. Ja. Weil da werden halt echt viele Deals gemacht. Exakt, du musst ja auch ein bisschen bleiben. Welchen Deals kennen die? Ja, genau. Ja. Du gehst nämlich immer. Das ist nämlich exakt das Ding. Ja. Also natürlich, nach einem dritten Wein wird gefragt, ob man da mal spielen möchte. Bei Couscous bin ich ein bisschen geblieben. Das stimmt. Das ist eine große Ausnahme. Ja. Und? Ja, hast du einen trotzdem, Vertrag an Land gezogen? Bin trotzdem als erstes gegangen, obwohl ich geblieben bin. Nee, also Jonas hat ja recht. Also das ist ja wie bei jedem Verkaufsgespräch. Der Deal wird gemacht, wenn alle besoffen sind. Also so funktioniert der Quatsch ja auch. Ja. Also natürlich auch nicht immer, das ist natürlich nicht immer genau so, aber es ist viel. Man muss schon mal bleiben. In der Filmbranche, da sagen die das ja auch immer, dass die alle mal saufen gehen, dann lernen die jemanden kennen und dann... Ja, ja, ich habe mir auch letztens, ich bin ja auch gerade gar nicht so groß hängig unterwegs, und ich habe gestern auch mal wieder ein Hang gemacht, weil ich auch ein bisschen Bock hatte, aber ich war auch wirklich so, du musst jetzt mal wieder bleiben, du kannst jetzt nicht immer gehen. Ey, Leute haben angefangen zu mir zu kommen und zu sagen, was mit Falk los. Ey, ohne Scheiß, ich habe richtig Feuer gekriegt. Das war nicht gut. Leute waren wütend. Das war nicht gut. Und dann so, ja, du musst mal bleiben, sonst gibt es keinen Hang. Denk mir, ja, sei du doch mal der Hang. Ja. Nee, war du doch mal ein Alkoholproblem das, jetzt. Das war es nicht mal. Die kamen alle zu mir und meinten so, gehört er jetzt nicht mehr dazu? Oder? Also ich so, nee, lass ihn. Er ist immer noch kaputt. Ja. Keine Sorge. Nee, ich finde, es sollte sowas wie einen Schichtplan geben, so einen Hang-Schichtplan. Wenn ich mal so einen Hang übernehmen kann, mache ich das gerne. Aber wenn ich weiß, wann er ist, dass ich dann für den Hang übernimmst du mal einen Hang? Kann man mal wirklich sagen, der Hang geht heute auf Ivan. Wo du dann so eine Runde machst, nachher schon bist du, hey, will jemand noch was trinken? Ja. Ich bestelle eine Pizza hier hin. Du bringst so Häppchen. Ja. Du hast ein paar Zigaretten, die du hinlegst. Ja. Ja. Ein Hang ist ja Arbeit. Ein Hang ist ja was Mütterliches. Einen guten Hang muss man ja auch stemmen können. Also ein guter Hang ist mehr was Väterliches. Ja. Ich glaube... Leuten Schnaps und Zigaretten geben und sagen, ach komm, ein, kannst du noch... Aber ganz kurz, das ist in meiner Welt, das ist was Mütterliches. Ja, ja. Wegen meiner Mutter. Ja, aber es ist nicht sehr ernährend. Dann werde ich so, ich werde es so übertreiben dann. Also gar nicht so sehr alkoholtechnisch, sondern ich mache das Heroin, Heroin. So, ich mache das dann zu sehr. Ivan. Und dann bestelle ich so wirklich 3 Pizzas und so. Oder Pizzen. Aber was ist daran so schlimm? Pizzini. Was ist so schlimm an 3 Pizzen? Weiß ich nicht, dann ist es so too much. Dann ist es so, ja, der versucht es gerade zu sehr. Du machst den Hang nicht beiläufig cool genug. Ja, genau. Das ist ja auch diese Coolness. Hängen hat auch was. Für seinen Hang gibt es so einen Doodle, der rumgeschickt wird. Könnt ihr euch vorstellen, nach der Show, ja, dann vielleicht. Genau. Das war sowieso meine Befürchtung, dass du so einen Google-Termin machst oder so. Das geht halt auch nicht. Aber du kannst halt die 3 Pizzen bestellen, aber du kannst einfach so ein Streichholz im Mundwinkel haben, während du das tust und eine Sonnenbrille und vielleicht schnippst du auch noch so eine Münze. Ich muss einfach sagen, dass die 3 Pizzen zufällig waren. Ich muss dann so lügen. Ich muss dann sagen, ja, ich habe mir eigentlich so eine bestellt, aber der hat mir 3 gebracht. Ja, ey, und jetzt gehen die auf euch. Ja, und jetzt gehe ich damit nach Hause. Tschüss. Glassstone, ciao! Tschüss. Bisschen Rank Potion. Ach, ich weiß es doch auch nicht, Leute. Ich krieg's ja mit dem Schlaf nicht so gut hin, muss ich sagen. Ich bin jetzt 27 geworden und... Oh, ich habe voll vergessen zu gratulieren. Tut mir leid, alles Gute nachträglich. Ich hab's noch gesehen. Danke auch an alle, die mir, alle an alle Punchies, die mir gratuliert haben. Hm. Danke auch Jonas. Ja. Ist schon okay. Nein, passiert. Du hast ja auch viel zu tun. Genau. Und mein Geburtstag ist mir nicht so wichtig. Aber lach nicht so frech, wenn er sagt, ich habe viel zu tun. Das Lachen war ja die mit Abstand schlimmste Beleidigung, die ich seit langem bekommen habe. Nein, das ist einfach nur so dieses, das ist so ein typisches, um jemanden wirklich so vom Hook zu lassen, der so eindeutig verkackt hat. Das ist einfach funny. Ja, bist ja auch nur ein Mensch, ne? Das hätte er auch sagen können. Komm, schau nur in den Wasser. Ein neues Telefon, da sieht man, kann man nicht perfekt schreiben. Es tut mir leid, ich hab's gesehen und es dann verbaselt, muss ich ehrlich sein. Die KI ist bestimmt richtig sauer, weil die noch nicht lang genug an Bord war. Die hätte das 100% gewusst. Ja, hätte sie. Nee. Ivan hat Geburtstag im Januar. Ja. Richtig. Und ich bin jetzt 27 und ich glaube... Fühlst du unterschiedlich? Nee, doch ein bisschen. Ich hätte am Sonntag ein Basketballspiel und ich brauche... Die Knochen geknirscht. Und normalerweise bin ich so am Montag, also eigentlich wieder fit. Und es ist Dienstag und ich fühle immer noch Muskelkater. Ja, okay. Ja, vielleicht braucht mein Körper jetzt länger. Geht bergab, ne? Ja. Ja.
Ich glaube, ab 28, 29 habe ich gefühlt einen Unterschied gehabt, aber ja? Ich lebe auch anders als du. Ja, das kann sein, das kann sein. Naja, ich weiß es nicht. Was hast du zum Geburtstag gemacht? Gab es gute Geschenke? Ja. Geschenke finde ich sind wichtig. Sehr, sehr schöne Geschenke. Und zwar gab es einmal erstmal einen richtig leckeren Zitronenkuchen. Mit Sahne oder? Nee, so mit Glasur halt einfach. Mhm. Also mit so einem Frosting, sagt man, oder? Mhm. Genau. Und dann hatte ich, war schön frühstücken, dann war ich bei meiner Familie. Mhm. Dann habe ich da noch meine Mutter schenkt mir mal coole Parfüms. Mhm. Ist immer ein guter Call, finde ich. Ja. Und noch so Kleinigkeiten von meinen Geschwistern und noch so ein Buch. Und warte mal, verschiedene? Genau, so Kleinigkeiten, so dann nochmal so ein cooles Shampoo von meinen Geschwistern. Nee, verschiedene Parfums. Nee, nur ein Parfum. Also dieselbe Art. Dieselbe Marke. Also es ist nur ein Parfum gewesen. Nee, ja, aber es ist immer. Achso, nicht das gleiche. Es ist immer ein anderes. Aber, interessant. Ja. Oh, das ist aber verwirrend. Oder? Ja. Hä, wieso? Glaubt ihr, wenn man ein Parfum hat, dass man es für immer das tragen sollte? Ja, ich glaube das. Aber ich glaube, das ist nicht ganz, voll schade, weil es so fest. Viele tolle Parfums gibt? Nee, aber ich bin ja dieses Parfum. Ah. Zum Beispiel mein Parfum ist Otto Kern Signature. Ein richtig schön billiges Parfum. Es kostet 12 Euro. Und ich sag mal so, ich könnte mir inzwischen was anderes leisten, aber ich bin ja das. Ja. Ich bin ja nicht besser. Ja. Ich bist ein richtiger Otto Kern, das stimmt. Ich kann ja nicht Otto Kern jetzt hinter mir lassen. Otto Kern hat mich ja groß gemacht. Und bin ich jetzt auf einmal hier Yves Saint Laurent oder wie das da heißt? Du bist ja nicht. Du bist ein Otto Normalverbraucher. Ein kerniger Otto Normalverbraucher. Das Parfüm mit Otto Normalverbraucher. Ja, spannend. Also nee, ich habe drei verschiedene Parfüms. Ah, ja. Okay, du machst es dann stimmungsabhängig. Genau. Bist du heute manches, sexy, da mache ich Black Panther drauf. Genau. Bist genau. du ein Parfum-Typ? Ja, natürlich. Ja? Ja. Was für ein Parfum benutzt du? Boss. Orange. Boss Orange. Das ist ein gutes, ne? Ja. Das ist ein gutes. Das ist ein Parfum, was sehr viele Frauen mögen, habe ich festgestellt. Mm. Ja. Aber ich mag es auch. Damn. Das klingt so viel besser als Otto Kern Signature. Das Parfum riecht so ein bisschen wie eine Mischung aus Orange und Schokolade und hat aber noch so was anderes. Eigentlich ist es Sandelholz, aber die Mischung. Das erinnert so. Frauen an Weihnachten und an ihre Geborgenheit mit der Familie, ich glaub, die sie jetzt nicht haben, weil sie nach Berlin gezogen sind. Es erinnert sie an ihren Mädelsabend, wo man zusammen Schokolade isst mit vielleicht ein bisschen Orange und so Sekt und so. Und dann knutscht man. Ja. Geil. Spannend. Und dann gibt es eine Kissenschlacht und so. Oh, und dann wird geknutscht, jetzt will ich in dir schnuppern, Jonas. Ich hab's heute nicht drauf. Ah, okay. Wie oft, aus welchen Gelegenheiten tragt ihr Parfum? Das ist eine gute Frage. Oh, ich habe 1 Million Jokes unterdrückt, die alle nicht in Ordnung waren. Okay, warte, scrollen. Also, wichtiger Auftritt. Wenn ich offener bin, machst du. Ja. Ein bisschen Respekt zeigen. Einfach, damit sich. Ich glaube, wenn ich mich ordentlich mache und so, und wenn ich das Gefühl habe, so heute ist mal so ein Tag, wo ich mich für irgendwas frisch machen muss, so richtig ordentlich, dann ist es auf jeden Fall. Ansonsten variiert es. Ja, und an welche Stelle macht ihr euren Körper? Oh, nur an den Penis, aber sehr viel, damit es so aus der Hose strömt. Man taucht ihn einmal so. Du drehst auf den Verschluss oben auf, der zum Sprühen ist und baumelst so rein. Das müsste so brennen. Wie klein denkst du es mein Penis, dass ich meinen Penis in deinen Körper schalten kann? Ein ganz süßer kleiner Wer beleidigt jetzt hier wen? Ganz süßer Penis. Ja. Ganz süß. Du bist ja auch noch ein Mensch. Ich koche da auch noch mit Wasser. Also wie viele Pscht und wie oft? Ungefähr 3 und hauptsächlich so hier in dem Bereich oben. Okay. Ah, interessant. Oben Hals. Handgelenk, ein und einen Nacken. Da hat jemand das bei Douglas gelernt. Da hat jemand Jerry Fragrance geguckt. Nee. Also nicht dafür. Das wurde mir auch gesagt. Einmal hier, weil das sind die Körperstellen, wo Wärme ist und die Wärme erhitzt quasi den Geruch. Ich habe jetzt keine wissenschaftliche Erklärung. Und quasi hier. Mir wurde immer gesagt, man soll das ein bisschen hier hinten machen, weil man umarmt sich. Also die Leute, die das im Video erklärt haben, die sind der Meinung, dass dein Handgelenk wärmer ist als dein Hals. Nee, ich war auch noch nicht fertig. Handgelenk und Hals und einmal auf die Haare. Auf die Haare? Auf die Haare habe ich auch schon oft gehört. Meine ich. Haare habe ich, aber ich habe ja immer Strandmatte. Ich habe das Gefühl, wir machen heute richtig viel unbezahlte Werbung für Leute. Yeah. Und Strandmatte, da mag ich ja den Geruch, den es selber schon hat. Achso, ich dachte, du nennst einfach deine Frisur als Strandmatte. Schöne Strandmatte, du. Nee, und dann ist ja auch ein Surfer.
Surferboy. Ich bin richtiger Surferboy. Und ich mag ja den Geruch davon schon. Aber jeder kennt ja dieses erste Parfüm. Das ist übrigens genau die Sache. Wenn du ein Shampoo hast, was schon einen Eigengeruch hat und du sprühst dann noch ein anderes Parfüm oder was nicht passend messy dazu ist. Ich glaube, das ist. Ja. Da wird schon mal ein Hund niesen. Also, das ist. Wenn du in den Raum wer kommst. Will das denn? Wenn du kommst in den Raum, alle Hunde niesen. Also, Entschuldigung. Ja, für Hunde ist es ja allgemein eh alles verwirrend. Das ist, glaube ich, eine krasse Zeit für Hunde, weil die haben ja noch nie so viel gerochen. Das ist eine krasse Zeit. Das ist eine krasse Zeit für Hunde. Oh, Simon, ey, du bist ein Genie. Parfum gibt es ja noch nicht so lange. Das ist ein genialer Satz. Muss ich einfach mal ganz kurz sagen. Er hat den nächsten genialen Satz schon wieder gesagt. Seit wann denkst du, gibt es Parfum? Oh, ist eine gute Frage. Naja, ich glaube schon seit dem Mittelalter. Ich glaube aber nur für die ganz Reichen. Und ich glaube, dass Parfum damals nicht so krass war wie jetzt. Also damals wahrscheinlich so. Meinst du mit Parfum wirklich nur das, was wir jetzt diese Lösung nennen, die wir uns da vollsprühen? Ich kenne ja diese altertümlichen Sachen, wo dann so eine riesen Pumpe ist und dann machst du so tschk und dann ist da so. Und dann, aber das ist ja nur das Gefäß, was das verbreiten soll. Aber ich auf jeden Fall. Ich glaube aber noch nie war Parfum so zugänglich für so viele Leute. Das stimmt. Deswegen, das zu 100%. Also wenn ich ein Hund bin, der jetzt spazieren geht. Ja. Und du erinnerst dich an deine Zeit im Mittelalter. Nee, aber so, was passiert? Das ist ja so ein bisschen wie der menschliche Kopf ist nicht für Social Media ausgelegt. Das ist zu krass für das, was es ist. Ja. Ich glaube, das ist das gleiche, Parfum ist das gleiche für Hunde. Ich glaube, das Beste wäre für Hunde, wenn man einfach Parfum... Es ist so eine schöne, weirde, verkopfte Prämisse für ein Bit. Hunde können ja 100 Mal besser riechen als Menschen. Hm? Ja, aber es gibt auch Parfums, die Hunde sehr mögen. Ist das wirklich so? Ja. Gibt es Hunde-Parfums? Ja. Nee, es sind keine Hunde-Parfums, es sind Parfums für Menschen, die Hunde sehr mögen. Aber weiß man es wirklich? Ich glaube, Chanel Nummer 5 ist eins davon. Ist das dein Ernst? Doch. Echt? Wirklich? Der Grund ist, dass es für einen Hund nicht so riecht wie für uns, sondern die haben ja sehr viel bessere Nasen. Ja. Und für die riecht es, glaube ich, nach toten Mäusen oder so. Und das finden die geil? Ja. Geili? Natürlich. Nice. Aber was habt ihr jetzt gesagt, wann es das erste Parfüm gab? Ich habe nämlich geguckt. Er hat gesagt Mittelalter, was sehr vage ist. Nee, Mittelalter würde ich, also ich würde sagen. Sag mal eine Jahreszeit. Ich würde gerne eine Jahreszeit sagen. Naja, reden wir über Parfum, also das, was wir heute darunter verstehen, nämlich dieser Lösung, weil es gab vorher immer Sachen, mit denen sich Leute eingerieben haben, Öle und so weiter. Wir reden wirklich von dem, was am nächsten am jetzt gängigen Parfüm ist. Also was ich gelesen habe, war so von wegen die standardisierte Variante. Da würde ich sagen, mit der Industrialisierung, wo quasi so Sachen produziert werden konnten in großen Mengen, würde ich sagen 1872. Mhm. Nee, ich würde sagen noch ein bisschen... das ist zu präzise. Ich würde 1854 sagen. 1854, okay. Ja, ja 1854. Wie sieht's da aus? Was machen wir da? 1854? Weil ich glaube vorher, dass es schon so Düfte gab, aber ich glaube so ein klassisches Parfum. Hm? Aber Parfum hat nichts mit dem Sprühobjekt zu tun. Ah, früher war das in so Fiolen, ne? Man so rein und dann so Babs. Ja. Ah, okay. Ja, das kannst könnte ja sogar noch früher sein. Ich glaube sogar, dass früher die Leute sich nicht waschen konnten, deswegen Parfum wahrscheinlich übertrieben viel benutzt haben. Sie konnten schon, aber sie wollten vielleicht nicht. Ah, vielleicht. Dann würde ich doch sagen, auch schon, vermutlich auch schon zu römischen Zeiten, glaube ich, wahrscheinlich. Also ich glaube, könnte sogar Antike sein. Sag eine Zahl. Ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall nicht vor Christus. Das wäre weird. Aber ich kann mir, das wäre unerhört, ne? Aber ich glaube, blasphemisch. Aber ich glaube auch, ich kann mir schon vorstellen, dass die Christus steht so morgens auf. Ich glaube, nee. Mit so Axt, damit die Bitches kommen. Ich glaube schon, dass... gute Werbung. Vielleicht war der erste Influencer. Vielleicht war Jesus. Hier ist die Werbung dafür. Die Christus, ne, wird so zum Kreuz gebracht, ne? Und dann wollen sie ihn, dann packen sie ihn, das liegt ja erstmal, ne? Und dann packen sie ihn darauf und deswegen macht er seine Arme hoch. Und dann riecht es richtig gut und alles und so. Was ist das für ein Geruch? Das ist richtig gut. Und er ist so, und das so gibt's das Christentum. Ja. Das ist so eine scheiß gute Werbung. Christ number one. Christ number one. Nee, also ich kann mir sogar vorstellen, dass die Ägypter auch schon Parfüme hatten. Natürlich. Ich würde sagen, eine Zahl. Aber es gibt keine. Also natürlich gibt es eine Zahl. Meinst du dann mal das Patent Parfüm? Also ich hab da was gelesen und du sagst jetzt mal eine Zahl, Freundchen. Aber Jonas, willst du erst mal eine Zahl sagen? Aber also was hast du? Du hast jetzt einfach auf Wikipedia geguckt. Also Parfüm, wann? Kannst du dann sagen, was dort die Definition von Parfum ist, damit wir wissen, worüber wir reden? Mhm. Weil Düfte gab es bestimmt, jeder wollte gut riechen. Ich glaube, jeder hatte... Es gab auf jeden Fall immer irgendwas in die Richtung. Ja. Es wird angenommen, dass das erste Parfum... Nicht die Zahl sagen. Nein, mach ich nicht. Nach den heute bekannten Standards im Jahr in Frankreich kreiert wurde. Ja, okay, dann ist es klar, dass Standards im Jahr, also das Wort Standard, heute bekannt, nur dass ihr... Ja, dann würde ich... Das ist wahrscheinlich eine alkoholbasierte Lösung.
Macht das Sinn? Ja. So wie Rotwein. Ja. Geil, ey. Nee, Rotwein ist keine Lösung. Ich kann mir vorstellen, aber auch Spaß. Sehr, sehr früh. Ich würde sagen, vielleicht auch zur... Ich hätte echt gedacht, du bist spontaner. Ja, nee, ich war bei solchen Fragen, bei solchen Fragen bin ich wirklich mal, sehr, sehr penibel. Ich sag jetzt einfach mal 16:30. Ja, das ist kein schlechter Call. Aber was ist denn 16:30 passiert in Frankreich, Junge? Keine Ahnung, hab ich vergessen. Ja, ich glaube. Das ist eine lose Schätzung. Wahrscheinlich ich glaube, der Sonnenkönig war damals. Waren nicht alle ein bisschen Sonnenkönig damals? Es war wirklich gefühlt alle der Sonnenkönig. Ja, ich glaube, das ist noch ein Ticken früher. Glaube ich, und zwar, was hast du gesagt? Nein, lass ihn das selber. Okay. Ich finde es immer hacky, wenn man sich an der Zeit von jemand anderen orientiert. Nämlich so ein Jahr drunter. Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Ja, so dreckig. 16:29. Am 31. Na, Dezember. Okay, ich sage 1507. Ihr wart beide sehr, sehr gut. Es war 1675. Damit warst du wahnsinnig nah dran. Ah, sehr gut. Ja. Sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es schon so alt ist, muss ich verstehen. Ich dachte, das wäre später. Ich dachte, so parfümartige Sachen existieren schon sehr, sehr lange. Ja, aber die Frage ist halt, was sie genau benutzt haben. Meistens waren es Öle. Ja. Und da konntest du natürlich auch was drin, ne, marinieren. Richtig gerüchen. Ja, die haben sich eigentlich mariniert im Großen und Ganzen. Oh, ich hab ganz toll wieder gekocht in letzter Zeit, Freunde. Ich habe jetzt nämlich einen Ofen. Ich habe endlich wieder einen Ofen. Ich hatte keinen Backofen. Du hattest auch so einen kleinen Ofen. So einen Mini-Ofen. Nee, ich hatte eine Mini. Hör auf, du sollst dich nicht immer aufziehen damit. Ja. Mann, no! Für mich ist das ein normal großer Ofen. Nee, ich hatte doch nur so Heizplatten. Ja. Und jetzt habe ich einen Ofen. Das ist ja so funny, wenn du so einen Kinderofen. Es gab doch so Kinderöfen mal in den 50ern oder so. Das hat man tatsächlich kleinen Mädchen. Und ich so einen das Mini-Ofen. Meiner Freundin so hin und so. Oh ja, aber ich benutze den Ofen gerade richtig viel. So geil, wieder einen Ofen zu haben. Ja. Ich habe jetzt auch so 1000 Aufbackbrötchen, dass ich jeden Morgen frisch aufbacken kann. Oh, der dann neulich wieder so ist das gut, mich ne? erwischt, wie ich so ein bisschen geflunkert habe. Also ich habe so telefoniert und ich habe so gesagt, ja, stört es dich, wenn ich nebenbei koche? Und sie war so, ja, klar, gar kein Problem. Und dann habe ich mir Cornflakes gemacht. Ich gemerkt, wie das wenigstens hast du nicht masturbiert. Also das ist ja schon mal... Ich finde, dass wir mit Masturbieren eine weniger krasse Lüge. Ja. Ich mache mir mein eigenes Süppchen. Das kann ich ja wenigstens noch. Dann mache ich Cornflakes. Aber es ist ein guter Cover dafür, zu masturbieren am Telefon, weil du kannst sagen, so, ja, ich muss jetzt mal ganz kurz Kartoffeln stampfen, ja? Ja. Du kannst alle Geräusche damit. Du kannst so einen richtig schönen alten Sketch Ich glaube, Sahne schlagen ist besser als Kartoffeln stampfen. Ja, beides. Du kannst ja dann sagen, und jetzt ja, ich mache jetzt Butter. Nee, ja. Aber ganz kurz, war das wirklich in dem Vorhaben jetzt zu lügen? Oder hast du das gesagt und danach gemerkt, sag mal, was mach ich denn hier? Ja, nee, genau. Komm doch nicht. Vielleicht habe ich, glaube ich, gesagt, ich mache mir gerade Essen oder so. Ja, oder? Weil das könnte ich eher das verstehen. Klang so, als ob ich meine, es ist immer noch würde. Eine große Formulierung, ich mache mir gerade Essen. Ja. Ah, nice. Ja, ja. Nee, ich bin gerade sehr gut im so Reste verkochen. Ich hab mir das wirklich so vorgenommen. Ja, der Not ist der beste Koch, habe ich gehört, oder? Nee, Hunger ist der beste Koch. Ach so. Die Not ist der beste Koch. Ich liebe es, du mit deinen halb offenen Sprichwörtern. Die Not ist die beste Tugend. In der Not frisst der Teufel Linguini. Oh. Nee, ich habe ein ganz, ganz tolles Süppchen, habe ich mal. Ein schönes Karottensüppchen mit Miso. Ah, oh, ganz toll. Was ist ich mache jetzt Miso? Ja. Fermentierte Sojabohnen. Das ist so ein Rapper. Miso 365. Ich dachte, er ist einfach gerade so ein bisschen rassistisch und ist so Miso sexy und so. Also das hätte ich dir jetzt auch zugetraut. Ey, warum traust du mir so viel Rassismus zu? Keine Ahnung. Ich bin voll gar nicht rassistisch und so. Ich bin neulich wieder rassistisch angefeindet worden. Bist du wirklich? Echt? Ja, Alltagsrassismus. War sehr interessant. Habe ich lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, weil mein Bart jetzt gerade so auswächst. Ja. Jetzt kriege ich plötzlich wieder Türken- und Araber-Kommentare. Jetzt wieder. Aber wann und wie, welcher Kontext? Ja, da willst du sagen, muss gestern an der Landsberger ausgestiegen, lief so ein Typ mit so einem Bierkasten, natürlich. Mhm. Auch ein richtiger Atze. Also das ist wirklich, das ist so eine... Landsberger auch eine spannende Ecke. Ja. Oh, richtig schöne Assi-Ecke auf jeden Fall. Ja, irgendwie das, ne? Und S-Bahnhof Neukölln. Wow. Aber warum die Landsberger? Das ist doch in Friedrichshain. Nee, Landsberger ist schon ist schon Lichtenberg. Ist gerade noch Friedrichshain, glaube ich. Hätte ich auch gedacht. Da geht aber Lichtenberg los. Genau, ja, auf der anderen Seite ist...
Hätte ich jetzt nämlich auch gedacht, ne? Ja, ich kann euch sagen, also ich war oft genug da, ich sage euch, da geht wirklich Lichtenberg los. Ja. Also da geht richtig Lichtenberg los. Ja. Und der läuft an mir vorbei, ne, und ich habe Kopfhörer drin gehabt und er labert mich einfach so von der Seite an, so, ja, da hinten ist auch noch ein Ausgang, oder? Und ich so, keine Ahnung, und er so, ja, da haben du Ella, ne, und geht dann so. Und ich so, aber das klingt ja schon, also nee, ist natürlich nee, furchtbar. Nee, und ich sag dir ganz genau, ich weiß ganz genau, was du gerade sagen wolltest. Ja. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Das ist genau das Ding. Leute denken, es gibt so harmlose Varianten. Es gibt keine harmlose Variante davon. Weil am Ende ist es immer Folgendes. Er hat mich gesehen. Ja. Er hat einen Snapshot in seinem Kopf gemacht. Ja. Das ist ein Ausländer. Hm? Ja. Und hat dann sich entschieden, irgendwie darauf zu reagieren. Ja. Hm? So, ich bin aber kein Ausländer. Kann er so viel snapshotten, wie er will. Ist immer daneben. Auch wenn es nett gemeint ist, immer daneben. Ja. Er würde das niemals zu jemandem sagen, der blond ist. Nie. Ja. Hätte er nicht gemacht. Ja, ja, das stimmt. So, es geht um die Verknüpfung sofort von allen. Er sagt mir damit Folgendes. Ja. Ich weiß, dass du hier nicht hingehörst. Mhm. Du bist hier ein Fremdkörper und deswegen behandle ich dich anders. Auch wenn er meint so, ja, ich habe nichts dagegen, lass doch die ganzen Fremden herkommen, sagt er immer noch, du gehörst hier nicht hin. Aber ist nicht mit, weil er quasi Alhamdulillah gesagt hat, ist es nicht von seiner Seite aus irgendwie so ein Entgegenkommen? Weil er, guck mal, du bist Entgegenkommen zu wem? Entgegenkommen? Naja, als ich so, bin Agnostiker. Genau. Und er hat einfach angenommen, ich bin Moslem. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, aber irgendwie denke ich mir noch, ich weiß nicht. Und vor allen Dingen, warum muss er jemandem, der muslimisch ist, selbst wenn ich es wäre, hier in Deutschland entgegenkommen? Ja. Muss er nicht. Muss er nicht. Die können hier einfach genauso leben wie alle anderen auch. Der geht auch nicht zu jemandem mit einem Christenkreuz hin. Ja. Und wir kennen jemanden, der eins hat. Und komm, so, so ein großes Christenkreuz. Komm so mit Weihrauch. Und geht, ja, ist, der ist so Gottesgruß und so weiter. Das macht er auch nicht. Nee. Oder, also vielleicht macht er es, keine Ahnung, aber ich bezweifle es. Die Chance ist nicht hoch. Ja. Ja, aber irgendwie ist das noch, also das ist Alltagsrassismus. Ach man, das muss nicht immer böse gemeint sein. Genau, ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Genau, aber ich glaube auch nicht, dass die Intention böse war. Aber wie er es gesagt hat, war auch provokant. Ja. Das Ding ist, aber es ist auch, es war wirklich so ein Typ, wo ich dachte so, man, die muss einfach hier mal in die Fresse hauen. Ach, du hast so, der hatte so ein, weißt du, das ist so ein Typ, der mir zu leicht Kanake sagt und zu leicht, und der auch mit dir diskutiert, warum er das N-Wort nicht mehr sagen darf. Und es ist genau dieser, ich kenne diesen Typen. So ein Typ, den Nikolai Binner viermal live gesehen hat. Also der fährt ihm so hinterher. Ja. Und dann ist er irgendwie in einem Zelt. Ja, und ist halt in irgendeinem Brauhaus. Ich denke mir halt, die Leute kann man noch so ein bisschen noch formen, weil die sind noch mal so, vielleicht, die kann man nicht. Noch ein bisschen so vielleicht, nicht erziehen, vielleicht das falsche Wort, aber sind ja erwachsene Menschen, aber die kann sind die erwachsene Menschen? Ich weiß nicht, aber die kann man, wenn man denen irgendwie das sagt, habe ich das Gefühl, sind die dann nochmal einen Ticken offener, das Feedback anzunehmen. Es kommt immer an, wer ihm das sagt, bei so und Leuten. Wie, und es ist auch ganz schnell, es ist auch so, ach ja, aber du kannst keine normale Diskussion Landsberger Allee führen. Das geht sowieso nicht. Der bräuchte jemanden, nehmen wir mal an, der Typ heißt Kalle. Ja. Und Kalle. Warum ziehst du jetzt den armen Kalle damit rein? Nein, ich zieh doch nicht Kalle mit rein, aber das ist ja eine Kalle-Energie. Ja, ja. Sowas könnte ein Kalle sagen. Und das, wenn Kalle das sagt, müsste sein guter Freund Jochen kommen und sagen, sag mal, Kalle ist daneben. Ja. Und dann würde er es vielleicht annehmen. Der braucht es aus den eigenen Rängen, muss man sagen. Genau, aber die eigenen Ränge machen das ja nicht. Ja. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Hast du das an dich rangelassen? Da so ein MC Boogie muss dann kommen. Ja, genau. Oder Jesus muss sagen, Bruder, was ist los? Ja. Oder das müsste dann, also reicht weißt du, das reicht jetzt, anders reicht jetzt. Übertreib mal deine Rolle nicht. Ja, und dann würde das vielleicht gehen. Weil ich glaube, wenn du jetzt gesagt hättest, ey, ganz kurz, irgendwie daneben, ich weiß, was das soll, dann reichst du den noch nicht. Das ist ja völlig egal. Es ist vollkommen richtig. Es ist auch bei Männern so, wenn Männern quasi irgendwie irgendwelche Frau belästigen in der U-Bahn, ist es irgendwo meine Verantwortung auch, das zu machen natürlich. Also da irgendwie einzuschreiten. Genau, ist ja auch aus den eigenen Rängen, damit wir was machen. Aus den Rängen der Belästiger? Ja, ja. Nee, das bin ich dran. Als alter Belästiger. Oh, Blatt Frönchen. Nee, aber Jonas, wie sehr hast du es an dich rangelassen an dem Abend? Ich habe es schon mein ganzes Leben lang in der einen oder anderen Form und die meiste Zeit überlasse ich es einfach komplett an mir vorbeigehen. Ja. Aber das Schlimme ist, es passiert mal eine Weile nicht und dann kommt es aus dem Nichts. Genau wie es da wieder aus dem Nichts kam. Ich habe ja nichts provoziert, mit irgendjemandem geredet, irgendwas getan. Ich bin einfach nur aus der Bahn ausgestiegen. Ja. Und dann kommt aus dem Nichts so ein Dude und macht es und du weißt gar nicht, was du tun sollst, weil es so schnell geht. Also du bist dann vorbei und er geht wieder. Und dann weißt du halt nicht, hätte ich den jetzt irgendwie, also hätte ich ihn jetzt aufhalten müssen dafür? Also was hätte ich jetzt daraus ein Ding machen müssen? Das ist wirklich eine spannende Frage. Ja. Ja. Weil ich weiß ja nicht, wie man darauf reagiert. Dann in solchen Situationen, wenn es mich kalt erwischt, gehe ich mit einem schlechten Gefühl daraus. Ja. Ja, das weil ich dem nicht gegeben habe. Ich hätte es ihm geben sollen. Ja. Ich weiß nicht genau, ich weiß. Ja, ich hätte ihm zumindest einen Spruch drücken müssen. Ja, und wenn er dann aufgemuckt hätte, dann hätten wir uns auch prügeln können. Aber das ist halt so ein,
Ja. Es ist nervt einfach, weil es so ein, es sind so 100.000 Nadelstiche und irgendwann denkst aber du so, er will nicht Ahmed Schachbrett kennenlernen. Aber es ist wirklich lustig, umso mehr ich meinen Bart wachsen lasse, wenn der dichter wird und so schwärzer sozusagen von deutlicher, umso mehr passiert das und umso mehr werde ich beim Späti Abi genannt und so. Ja. Das ist ganz witzig. Also das, es kommt sozusagen, auf der einen Seite werde ich in einer Community plötzlich mehr akzeptiert und mehr respektvoll angesprochen und wenn ich dann so türkische Kinder angucke, wenn sie gerade laut sind, werden sie plötzlich leise. Aber, das ist eine Superpower. aber gleichzeitig fange ich mir wirklich. Job, ich arbeite gerade an sowas. Ich fange mir wirklich weirde, kleine, so, was man eine Mikroaggression nennen würde, fange ich mir ein. So, ne? Weirde, seitlich kommende Sprüche. Ja, so. Ganz weird. Ganz strange. Ich musste, weil wir gerade bei Öffis waren. Ich glaube, allgemein ist einfach gerade jeder angespannt, wenn Berlin so eine Bruchhütte ist, was Öffis gerade angeht. Und ich glaube, ich muss meinen Style ändern, weil Leute werden nervös, wenn ich in so eine S-Bahn oder U-Bahn einsteige. Was? Kontrolletti. Ich dachte gewaltbereit, aber gar nicht, ne? Nee, ich habe mir hier ist mein Brustbeutel. Ich habe eine so Ivan sieht doch viel zu nett. Also das kannst du wirklich nicht vorwerfen, dass er wie ein Gewalttäter aussieht. Aber ich mag ja so verwirrt. Aber so ein bisschen so Belästiger, ja. Gewalttäter, nicht, nein. Ich weiß nicht wieso, Leute sind dann so, gucken mich dann so und ich muss dann so chill. Ist mir zwei aber hast du angefangen so einen Umhängebeutel zu tragen oder was ist passiert? Ich habe eine Cappy. Guter und Punkt. Ich habe mir so eine, ja nicht eine Bomberjacke, aber so eine kleinere, dickere Jacke geholt. Ja, okay, dann musst du mir nachher mal zeigen, vielleicht kriegst du wirklich einen Kontrolleur-Vibe dadurch. Ja. Kommt auf die Farben an und so. Ja. Und Mist. Trag eine Korthose. Niemand, der für die BVG arbeitet, hat je eine Korthose getragen. Das stimmt. Das ist einfach niemals passiert. Ich habe auch leicht zu bunte Schuhe. Ja. Zieh dich an. Ein bisschen zu. Zieh dich an wie ein Maschinenbauer. Du musst richtig so Karohemd, Korthose. Ja. Ich würde noch was sagen. Ich habe den Gedankenstrang verloren. Ja, vielleicht kann ich ja was sagen. Ich war in meiner Therapie. Und ich sag mal so, meine Therapeutin war so, also muss man wirklich sagen, gar nicht begeistert von mir. Ich war sehr so, ah, mir geht's nicht so gut. Ja. Und sie war so, und was tun wir denn dafür, dass uns besser geht? Das hat sie rausgestellt, ja wirklich gar nicht. Dieses neues Telefon. Das beantwortet jetzt meine Nachrichten für mich. Jetzt muss ich gar nicht mehr mich Verantwortung zeigen. Nee, Verantwortung ist gar nicht das Problem irgendwie gerade. Das war eher so von wegen... Ja, ich habe überhaupt gar nichts für mich getan. Also ich habe so kein Journal geführt, ich habe keinen Sport gemacht, ich habe meine Atemübungen nicht gemacht. Yeah. Ich habe mich einfach nicht gut um mich gekümmert. Und dann habe ich jetzt so halt nichts gemacht und habe so mein To-Do gehabt und so und habe jetzt alles gemacht. Und ich muss sagen, das klingt jetzt ein bisschen harsch, aber Self-Care tut mir nicht gut. Aha. Das tut mir nicht gut. Das ist ja quasi der komplette Gegenteileffekt von Selfcare tritt ein, wenn du Selfcare machst. Ja. Das ist der Spruch, den ich auf deinen Sticker drucken würde, wenn du Self-Care den so nach der Show verteilst. Tut mir gut. Ja. Wow. Falk Pirczek. Aber erklär mal, du machst dann Atemübungen und bist in deinem Kopf so. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Und zwar, also, es ist so ein bisschen wie Meditation. Also. Es ist Meditation. Also meditieren ist nicht für jeden gut. Du musst das finden, was den ähnlichen Effekt hat wie Meditation für die Leute, die Meditation können. Das heißt, Warcraft ist für dich Meditation. Was hat was? Das ist quasi, das ist eigentlich Selfcare. Ich glaube, das ist zu einfach. Meditation müssen viele Leute einfach lernen. Also genau, für mich Meditation ist ein Zustand, wo man wenig über alles andere nachdenkt. Für mich ist es zum Beispiel auch Basketball. Also Basketball ist für mich sehr meditativ. Ja, aber also das sind ja trotzdem noch unterschiedliche Sachen. Also es kann meditativ sein, aber es kann nicht Meditation sein. Es ist nicht Meditation, das stimmt schon. Aber ich habe das Gefühl, jeder Zustand, in dem ich weniger nachdenke, kann auch Videospiel sein. Eigentlich jeder Zustand, in dem ich mein Telefon nicht in der Hand habe. Ja. Und meine Alternative zum Telefon ist ein Videospiel. Ja. Also, es darf schon immer blinken und ballern. Es ist aber gesünder als ein... Es ist wahrscheinlich gesünder als ein Telefon. Wirklich, das ist... Wisst ihr, was das Schlimmere ist? Wir kennen die Leute, die in der U-Bahn so Musik hören. Ja. Wisst ihr, was noch das Schlimmere ist?
als Leute, die Musik hören, Leute, die laut TikTok hören. Weil du kannst dich nicht mehr auf ein Lied einstellen. Du kannst dich nicht mehr auf ein Lied einstellen. Du bist so. Und ganz kurz. Und dann, also wirklich so dauernd Musik so. Musik hat man auch gar nicht mehr so viel, dass jemand wirklich, wenn man jetzt mal laut ein Album hört. Ein Album wäre ja noch schön. Also das wäre ja wirklich nett. Also Track 1, Leute. Ja, genau. Ja. Okay, dann machen wir zusammen das Album. Ja. Mal gucken, welcher Track uns gefällt. Nee. Du hast recht, viel schlimmer. Viel schlimmer. Also du hast auch 6-mal den gleichen Song. Ja. Und das Baby, bricht deinen Kopf. Golden. Was ist denn jetzt gerade der große TikTok-Hit? Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Doch, da gibt's ein paar. Ich krieg's ja nicht zusammen. ASAP Ferg auf einem Beat, der nicht seiner ist. Ja. Mann, ey, das ist schon gruselig, wie gut das funktioniert. Ich war TikTok runtergeladen, hab einen TikTok hochgeladen und dann ist man automatisch irgendwie auf dieser Seite. Die App kriegt und es ist gar so nicht. Wirklich. Es ist eine App, gegen die bin ich immun. Und du bist wirklich, und du guckst. Das, ich guck gerade sehr viele politische Videos da drauf. Ich find's sehr interessant. Ja. Da sind mega viele Leute, die es schaffen, so in 3 Minuten mal so ein bisschen Kontext zu geben für alle möglichen Issues. Ich fand es mega cool. Gestern habe ich einen jungen Dude entdeckt, der macht eine Doktorarbeit über Maskulinität in Amerika. Und der hat erklärt, warum er denkt, dass der Begriff toxische Maskulinität nicht zielführend ist. Fand ich sehr gut. Hat er sehr gut gemacht. Spannend. Ja. Ich wollte ganz kurz zu dem Punkt überhaupt zurückkommen, den wir auch mal komplett abgedriftet. Sorry, Falk. Googelt mal restriktive Maskulinität. Restriktive. So. Okay. Ja. Restriktive? Ja. Okay, wir müssen mal Warum, Falk, warum glaubst du, dass Selfcare dir nicht gut tut? Das nimmt einen den Edge. Das mag ich nicht. Ah, das ist unangenehm. Du willst quasi immer so ein bisschen der Underdog bleiben. Nee, ich will nicht der Underdog bleiben, ich will hungrig bleiben. Ich will Gangster sein. Ich will einfach ein bisschen Biss haben. Ja. Dann machst du eine Atemübung, dann gehst du trainieren und dann kuschelst du noch immer kurz und dann machst du dir vielleicht immer die Augenbrauen schön und dann moderierst du da und denkst dir, warum bin ich denn hier? Ich will so zu bisschen, Hause sein. Bisschen, das ist scheiße, du kannst nicht so glücklich sein. Das erinnert mich an mein altes, ist Kacke. An meinen ersten WLAN-Router. Komischer Bridge, weil dieser WLAN-Router. Das klang, das hätte ja einen Namen. Ganz kurz. Da möchte ich wirklich wissen, wo du damit hin bist. Ich war lange nicht mehr so gespannt. Also, weil der WLAN-Router war ein bisschen tückisch. Weil, wenn er auf vollem Balken war, dann gab es richtig schlechtes Internet. Das beste Internet gab es bei 2 Balken. Und da hatte ich das Gefühl, war das Internet ehrlich und da. Anstatt, wenn es mir vorgaukelt, mit 4 Balken da super schnell zu sein. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Also ich finde, es bringt so ein bisschen was, aber ich mag es irgendwie auch nicht. Ich sitze dann so da und denke mir dann so, ja und jetzt? Meinst du wirklich, du hast nicht genug Kaputtheit übrig, dass du das damit nicht so schnell wegbekommst? Ja. Weiß ich nicht. Also ich werde es weitermachen. Also ich glaube, du musst dich doch eh noch ein paar Tage gut fühlen, dann crashst du wieder. Ich glaube, du hast schon vieles richtig gemacht. Du hast ein schönes Zuhause, wo du dich wohlfühlst. Ich glaube, das ist schon extrem wichtig. Ja, das hilft. Das würde ich zum Beispiel nie tun. Du isst regelmäßig. Immer schön chaotisch lassen. Sorg dafür, dass du nicht gerne zu Hause bist, weil dann gehst du raus und machst das. Ich kann nur das widerspiegeln, was ich glaube gut tut. Aber du isst warm regelmäßig. Das ist auch sehr warm. Ich esse sogar heiß. Bei dir ist es so ein bisschen Feintuning, glaube ich. Einfach nur. Aber ich verstehe schon, dass du jetzt nicht dieser Ich-hab-mich-selbst-gefunden-Typ sein möchtest. Nee, ich kann das, glaube ich, auch gar nicht. Ja. Also ich kann ja meine Atemübung machen, habe ich die gemacht und ich fühle mich auch ein Mühchen entspannter. Aber dann mag ich den Zustand des bisschen entspannter sein nicht. Ah, ich kenne das nicht und ich mag das nicht. Ich bin dann so, ich will unter Strom stehen. Ich kenne es ja nicht anders. Ja. Ist das nicht das Motto, was unter der Flagge von Jens Schwalde steht? Ich kenne das nicht und ich mag das nicht. Das ist so drüber, oder? So auf eurem heraldischen Zeichen. Wir stehen immer unter Strom, ist auch gut, deswegen dem Kraftwerk. Wow, bin ich meine Herkunft. Ja. Das ist ewig langweilig. Wir stehen immer unter Strom. Ja, ich muss mich ja echt noch ein bisschen dran gewöhnen. Also, weiß ich nicht, ich versuche das jetzt weiter durchzuziehen. Aber du machst ja auch viel, du bist ja auch viel so ein Spaß und so. Ich glaube, du bist der von uns dreien am meisten, der so ein Spaß abhängt. Ja, ich glaube, was Falk immer vorher gemacht hat, ist, er hat so Intervalle gelebt, die sehr ungesund waren. Mhm. Dann hat er was gemacht, um sozusagen, also wie so ein Gesundheitsbalken. Um den Gesundheitsbalken, oder wie beim Witcher. Wenn er beim Witcher trinkt er ja diese Elixiere für den Kampf, ne? Und dann wird er ja selber. Also dann steigt ja sein Toxicity-Level, ne? Ja. Seine männliche Toxizität. Restriktivität. Restriktivität steigt dann. Ja. Seine restriktive Maskulinität
Nervosität steigt dann immer weiter hoch, ne? Und dann kriegt er auch diese Adern im Gesicht und so weiter. Und dann, ein richtig gutes Set. Dann ist er richtig stark, aber wenn er es übertreibt, kann er auch umkippen und dann ist, ne? Und danach musst du erstmal wieder ein bisschen warten, bis das alles wieder sinkt. Und was er dann macht, ist, er geht ins Spa und ich bin noch nicht so oft in Spas, aus. Leider. Ich wär gerne öfter ins Spas. Ja. Was ist, was ist denn das absolut Beste, was du für dich selber tun kannst? Ich hab keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht. Also wirklich nicht. Also mein Call für dich wäre jetzt Warcraft spielen. Ja, also das und, geht auch immer. Und irgendwie. Das kann ich ja immer. Ja. Aber das ist doch ganz nett. Das ist ganz nett. Aber gibt es noch etwas, was dir noch besser tut als Warcraft spielen? Killen. Ja. Killen. Immer nur killen. Mördern? Ja. Mördern. Ja. Auf der Bühne mördern, Leute. Ja, und wie oft mörderst du die Woche? So 3-4 Mal? Naja, komm, warte, ich teste gerade. Ja. Jetzt wird gerade gar nicht so neu gemördert. Ja. Jetzt wird gearbeitet. Ja. Ja. Komisch, ne? Comedy kann dann so viel geben, aber macht dann auch fertig. Das ist komisch eigentlich. Absolut. Nee, vor allem ist das, wenn man dann so eigentlich, man hat so gerade gute 10, 15, aber man weiß, die funktionieren. Man weiß aber auch, dass man neue braucht. Ja. Und dann muss man da diese Scheiße in die Mitte stopfen. Und ich finde, nichts härter ist, also das ist so, ihr werdet das hundertprozentig kennen. Du killst gerade und du bist so, ich muss jetzt testen. Ich werde diesen Kill wahrscheinlich verlieren. Ja, und manchmal hat man ja so ein Ego, wo man denkt sich, oh, können wir nicht bis zum Ende killen, aber wir killen doch gerade so schön. Ja. Und dann muss man da mit so einer losen Drecksprämisse reinkommen. Ja. Ja. Und dann geht's bergab. Das ist so wie, du kommst so rein, gibst du jedem Headshot, dann ist so Patronen leer, aber du hast noch so 7 Gegner vor dir. Ja, hey, und du darfst so langsam rückwärts raus. Ja, spannend. Hätte ich nicht gedacht, ein interessanter Take, dass dir Selfcare nicht gut tut. Ich glaube, was machen wir jetzt? Du kannst doch nicht die ganze Zeit auf Strom sein. Das geht. Hm. Ging ja bis jetzt auch. Ja. Naja. Das ist ein klassischer Fatih-Satz. Ja, läuft doch. Ja. Haben wir uns auch nie geschadet. Wir haben es schon immer so gemacht. Ja, ich weiß. Ich will es auch nicht. Also ich mache jetzt erstmal weiter. Ja. Vielleicht stellt sich ja nach 2, 3 Wochen, 3, 4, 5 Wochen dann noch ein anderes Gefühl zu ein. Du hast, ich weiß nicht, ob du es in der Folge gesagt hast oder ob kurz vor der Folge. Ich habe es vor der Folge gesagt. Ich werde es nicht sagen. Nee? Nein, mache ich nicht öffentlich. Das machen wir, wenn das dann eine Zeit ist. Ah, okay, sorry, mal. Ich dachte, das wäre eine witzige Prämisse, aber sorry, ganz kurz. Wir sind ein bisschen daneben. Jetzt müssen wir ganz kurz. Ich habe versucht, das jetzt charademäßig zu erklären. Du willst einen Hamster töten? Nee. Nochmal. Also. Wir machen zusammen. Machen wir mal. Er will einen Hamster töten. Eindeutig. Also, ich mach's nochmal. Also. Ist es die Therapiedecke? Ja. Ich steh auf. Ja. Ist es die? Sollte ich das nicht sagen? Doch. Achso, die finde ich. Ich dachte, du würdest was anderes sagen. Doch, ich wollte die Therapiedecke, sag mal. Ja. Nee, die ist gut. Also, Therapiedecke ist gut. Ja, die Therapiedecke, das kenne ich. Die ist richtig gut. Freunde haben das auch. Und ich hatte, so gut. Aber ich glaube, deine ist richtig schwer. Also. Ja, ich habe die schwerste, die man für Geld erwerben kann. Freunde, da wurden keine Kosten und Mühen. Was ist die schwerste Decke, die sie haben? Ich glaube, 10 Kilo. Ja. Krass. Ich kenne so, also es ist wirklich, also die. Und das ist schwer, das merkst du schon. Man fühlt sich wirklich, das ist schon ungewohnt, muss ich sagen. Man kann hast du auch mal gemacht? Ja, Freunde haben die. Hm? Ich habe die einmal über mir gehabt. Und es beruhigt einen schon, weil du hast das Gefühl, so, da drückt jemand so ein bisschen und man fühlt sich auch gewisserweise geborgen, finde ich. Also, ja, das ist, glaube ich, der ganze Trick dahinter. Genau. Ja. Aber ein Vater wäre auch schön gewesen. Wollte gerade sagen. Therapiedecke, immer ein bisschen sad. Ja. Immer ein bisschen sad. Ich finde es eigentlich auch lustig, wenn eine richtig gute Therapiedecke auch mit dir reden würde. So. Dann würde so, wie war dein Tag heute? Ja. Wo ist die Therapiedecke? Die Therapiedecke ist gerade Zigaretten. Die Decke vom Kiosk. Die fliegt so langsam. Gar keinen Bock auf diesen Typen, ey. Ja. Der hat mir mal die besten Jahre genommen. Ja. Oh, lustig. Ein Therapiedecke mit AI kommt noch. 100%ig. Ich kenne viele Leute, die haben einen schwierigen Vater. Und ich habe keinen Vater. Ja. Und ich frage mich, was der bessere Call ist. Ich glaube, Punkt. Es ist besser, keinen Vater zu haben, als einen schwierigen Vater. I agree. Probably. Ja, wenn du ein anderes gutes System drumherum hast, ist es besser, lieber nicht den schlimmen Störfaktor zu haben und einfach nichts. Genau. Ja, glaube ich exakt auch. Ja, dann sucht man sich, weiß ich nicht.
Man sucht sich ja automatisch irgendwie Leitbilder durch Medien und weiß ich was. Ja. Also ich glaube, das ist so natürlich. Captain Picard, Andrew Tate. Genau, ja. Solche Leute. Ja, eins zu eins der gleiche Typ. Also waren die schon mal im gleichen Raum, weißt du nicht. Ist Andrew Tate noch in Haft? Ja, soweit ich weiß schon. Ja. Wegen auch einer ziemlich ernsten Sache, Human Trafficking oder so. Ja. Also das ist ja schon so. Hätte er sich mal eine Therapiedecke geholt. Ey. Ja. Aber der hätte eine richtig schwere gebraucht. Ja, ja. Weil da ist richtig viel Trauma. Ja. Die muss wirklich so 70, 80, 90 Kilo wiegen. Boah. Und dann auch nicht mehr aufstehen. Also wirklich einfach nur irgendwo hinlegen und sagen, Andrew, erstmal einen Monat du denkst liegen jetzt bleiben. Mal richtig lange über richtig, dein Leben nach. Richtig krass. Also unser großer Geheimtipp Olmani hat wieder die Content-Maschine aufgedreht und der hat auch hat Andrew Tate Content repostet und es ist krass, obwohl das macht so Sinn, oder? Es macht so Sinn. Aber ich muss sagen, nicht nur, also gerade ist wirklich Prime. Muss man wirklich das Warten hat ansonsten sich ansonsten feministische Clips oder was? Nee, das Warten hat sich wirklich Er ist wirklich zurück. Ja. Also manchmal geht er essen und die Shrimps sind übelst groß, die er isst. Ja. Und dann wieder der so. Der Junge ballert auch Carbs. Also der Oder hat er kleine Hände? Das weiß man ja nicht bei Shrimps. Langsam, wenn du Shrimp in der Hand hältst. Langsam ist es nicht nur visueller Content, sondern wir kriegen auch kleine Zitate und kleine Aufsätze, muss ich sagen. Mhm. Also sehr viel Text, was da geschrieben wird. Ja. Also, ja. Und es ist wirklich intens, aber ansonsten muss man schon sagen, dass, also ich weiß nicht, ob er wirklich schreiben kann. Ja. Das ist interessant, es ist so. Es ist gar keine Grammatik. Es ist also so, gar nicht. Genau, es ist so Copy and Paste mit so seinem eigenen Touch manchmal. Genau, der eigene Touch will man klammern. Ah, ist richtig gut gerade. Aber vielleicht ist es so ein Yoda-Ding. Ihr wisst, warum Yoda so redet, ne? Nein. Mhm. Weiß ich nicht. Die Idee dahinter war, dass, ich glaube, Steven Spielberg hat es mal gesagt, die haben ihn irgendwann gefragt, warum redet Yoda in so einer weirden Grammatik? Und, und dann am Anfang dachte er, das ist halt ein Alien und das soll halt einfach darstellen, dass es übersetzt wird und so. Ne? Mhm. Aber der Grund ist wohl, das hat er sich wohl irgendwo aus irgendeiner buddhistischen Tradition oder so, der Grund ist einfach, dass du ihm dann zuhören musst. Weil er das so seltsam durcheinander sagt, dass der einzige Weg, ihn zu verstehen, ist, wirklich zuzuhören. Du kannst nicht einfach nur mit einem Ohr Yoda zuhören. Dann verstehst du halt gar nichts. Sondern du musst ihm zuhören, weil er halt alles durcheinander jumbelt und dann am Ende sagt, ich kann dieses Rätsel nur lösen, wenn ich wirklich Wort für Wort zuhöre. Und du würdest sagen, Olmani ist eigentlich Yoda. Ja. Also was er hat unsere Aufmerksamkeit. Ja. Er hat meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja. Also ihr wird auf jeden Fall zum Seminar von ihm gehen, das weiß ich. Auf jeden Fall der Olmani, der und es ist krass, weil und der alle haben immer es gibt zig hundert YouTube-Kanäle, die quasi Andrew Tate-Sachen posten und es ist Wahnsinn. Aber er ist doch so ein richtiger Andrew Tate-Loser, muss man wirklich sagen. Also wie gesagt, Armani, das ist ja immer, es ist ja zum einen genial und unterhaltsam und daneben und funny und zum anderen denke ich mir, oh, du bist so ein Würstchen. Ja. Er ist ein rehes Würstchen. Wer Olmani jetzt? Ja. Ja. Ja, muss man. Ja, und Andrew Tate ist ja auch ein Würstchen. Das ist ja auch alles, also ist auch ein Täter, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man den nicht so verniedlicht mit der Formulierung. Nee, darf man wirklich nicht. Und der ist vor allen Dingen auch, der ist ja auch gefährlich. Man sieht es ja jetzt mittlerweile. Einfach die Wirkung, die er hat auf Leute, ist sehr gefährlich. Ja. Ich fand es lustig, weil neulich hat jemand genau das gesagt, was ich auch mal denke, ist, dass er halt ein Pimp ist. Und es ist halt das, was er macht. Ja. Nur, dass er es geschafft hat, das jetzt ins Internet zu bringen. Er pimpt halt da jetzt Leute. Und das merkt man ja auch daran, der zieht die ja auch ab. Ne? Also dann kommen halt diese komischen Success-Seminare, die kosten dann weiß ich nicht wie viele $1,000. Ja. Dann machst du die online, seine komische Universität da und so. Mhm. Und dann sind ja einfach nur so typische Motivations und hier noch ein paar weiß ich nicht, Bitcoin-Tipps und so, alles so ein Jumble von Bullshit. Ja. Und gibt es ja diese Andrew Tate Academy oder so, da wurde zig YouTube-Videos gesehen, wo Leute erklären, was für ein Scam das ist. Also, aber das ist ja, das gibt es ja auch hier in Deutschland. Also im kleineren. Kollege hat das gemacht. Im kleineren, genau. Also, der übrigens auch so ein Andrew Tate-Typ ist. Ja. Also es gibt, ziehen auch sehr ähnliche Leute an. Es gibt immer wieder Leute, die charismatischer sind und Leute auffangen, die so ein bisschen lost sind und einfach auch eine fehlende Vaterfigur im Leben haben. Ja, also, das ist wirklich. Die sehen und, wirklich alle und diese Typen. Noch nie so oh Gott. So aber warum muss denn die Vaterfigur immer Frauen hassen? Kann sie eine Vaterfigur sein, die sagt, ey, respektiert mal Frauen? Ich verstehe das immer nicht so ganz, weil man sagt, die brauchen eine Vaterfigur. Warum ist deren Vaterfigur ein Hurensohn? Ja. Ich glaube, das sind nur die. Also die da hingezogen werden, die sind halt genauso. Ja. Aber ich glaube, ein großer Teil davon ist einfach, dass das junge Männer sind, die nicht zurechtkommen mit ihrer Sexualität und mit Frauen. Und dann suchen sie eine einfache Lösung. Und er gibt ihnen halt eine einfache Lösung. Aber es gibt eine einfache Lösung.
Die gibt es, die kann ich, ich gebe sie euch gratis. Lernt kochen und hört True Crime Podcasts. Das ist alles, was ihr machen müsst. Das ist das Einfachste der Welt. Lernt ja. irgendwas über einen Doppelmord in Hessen und ihr kriegt Pussy. Ja. Das ist Jesus so Christ. Easy. Fuckboy Falk. Also, es ist ja wohl besser als so, Frauen sind alle Schlampen. Ja. Nee, hört Sabine Rückert zu, erzählt, was sie gesagt hat und hört zu. Es ist ja nicht so schwer. Ja. Seid doch einfach nur Menschen, Alter. Das ist der große Tipp. Seid doch einfach nur Menschen. So easy. Seht das andere Geschlecht. Frauen machen das ja teilweise auch. Es gibt ja auch Frauen, die so drauf sind. Ne? Die Spiegelversion davon. Ja. Und das ist halt auch immer so. Die denken halt immer, dass das andere Geschlecht irgendwie so von einem anderen Planeten irgendwie ist. Die haben so ganz andere Wertvorstellungen, leben auf ganz anderer Frequenz, so machen ganz andere komische Sachen. Und deswegen, da kommt, glaube ich, das hin. Und dann, aber die einfache Lösung, die er ihnen halt anbietet, ist halt eine der Selbstüberhöhung. Ne? Also du kannst, er geht dann hin und sagt denen, ey, so werdet ihr geil, so könnt ihr alles dominieren. Und das, was ja auch nur bedeutet, dass sie immer ihren Willen bekommen und nie irgendwie mit irgendeiner Art von Konflikt umgehen können müssen und nie irgendwie zurückstecken müssen. Das ist einfach nur purer Egoismus, der verbreitet wird. Und dann, das ist natürlich schön für jemanden, der eine schwache Persönlichkeit hat, weil die sind dann so, ah geil, der zeigt mir jetzt, wie ich so ein Comic-Leben lebe, so eine Karikatur von einem Leben. Ja. Ich fahre den ganzen, auch diese Obsession, die sie alle haben mit Autos. Wieso, die lieben alle Autos. Naja, so der Status, es geht immer nur um Status, alles ist Status und du hast immer nur so, ja, Lamborghini dies, weiß ich nicht was. Lamborghini das. Ja, wirklich. Und dann ist auch ihr großes Argument, so wenn jemand den kritisiert, so, ja, wie viele Lamborghinis hast du? Andrew Tate hat drei Lamborghinis. Dann zeig mir, wie er die drei gleichzeitig fährt. Ja. Also, fantastisch. Vor allem, es müsste jetzt jemand mit mehr Lamborghinis kommen und sagen, nee, der ist doof. Dann werden sie so, ah, der hat recht, weil der hat ja mehr Lamborghinis. Yeah. Ja. Das heißt, wir müssten einfach nur, ey, Freunde, ich weiß, wie wir die zerstören, hört mir zu. Ja. Wir crowdfunden einfach so mehrere Millionen und kaufen davon nur Lamborghinis. Ja. Nichts anderes. Ja. Und in jeder Diskussion fragen wir immer, wie viele Lamborghinis hast du? Ja. Wir haben aber immer mehr Lamborghinis, das heißt, wir gewinnen immer. Ja. Und das heißt, die müssen uns zuhören. Und dann bringen wir den Kochen bei. Und wie sie über ihre Gefühle reden. Ja. Ehrlich. Ich glaube, das kann man gut, das ist, was auch ganz gefährlich ist, dass die dann irgendwo zwischen den 98,9% Bullshit, die sie von sich geben, dann irgendwie dann doch mal so ein richtiger Satz dazwischen kommt. Irgendwie ein Satz. Aber wenn man lang genug redet, wird ein Satz richtig sein. Steh hinter deinen Aussagen und lass dich nicht verunsichern. Mach Sport. Genau, mach Sport ist ein guter Tag. Genau. Mach Sport, ist okay. Und dann, genau, wird das gerne so, der ist komplett. Er ist perfekt. Das ist das Gefährliche dran, weil die Leute sehen nur einen Clip. Habt ihr den Clip gesehen von ihm, als er jung war? Ja, ein paar. Es gibt einen Clip, wo eine Frau ihm erklärt, dass sie niemals mit ihm ausgehen würde, weil er hier zu nerdy ist und so. Ja. Und Andrew Tate sah mega nerdy aus, er hatte eine Brille auf, er war irgendwie nicht der, also das war, glaube ich, so erste Big Brother Staffel irgendwas, wo mal irgendwie sowas war. Das ist eine Reality-TV-Show. Und ich dachte so, oh mein Gott, er sieht aus wie alle diese Typen, die ihm jetzt hinterherrennen. Der hat es wirklich. Er versteht die. Natürlich versteht er die. Aber glaubst du, dass ihm so Nerdy-Typen hinterher rennen? Weil ich meine, unser Beispiel Armani ist kein nerdiger Typ. Nee, ich meine, also. Der hat so eine andere Form von. Der hat eine ganz, ganz weirde andere Unsicherheit, die er mit so Aufpumpen und so Bomberjacken übertönt. Ich sehe die mittlerweile als so Sportnerds an. Hm? Also so, oder beziehungsweise so, ich weiß gar nicht, das ist das falsche Wort. So Maskulinitätsnerds, ich weiß nicht, was man. Die so ganz hektisch versuchen. Sich da reinzusteigern. Testo-Nerds. Ja, das ist ein guter Ausdruck. Testo-Nerds. Die einfach so die ganze Zeit die so, obsessiv, einfach nur, weil Nerdtum kommt eigentlich von obsessiv sein, ne? Ja. Also obsessiv Comics lesen, obsessiv Filme gucken und obsessiv so weiter. Obsessiv Comedy auch. Ja. Wir sind Comedy-Nerds. Und lustigerweise, die einzigen, die da nie reingepackt werden, die sind halt so Sport-Nerds. Also Leute, die halt so obsessiv mit einer Sport, also keiner Baseball-Fans oder sowas, die ihre Karten haben, die so Fantasy-Leaks machen und so weiter. Das ist alles Nerd-Shit. Absolut. Ja, wenn eine Fantasy-League hat. Ja, aber das ist dann. Das und dann aber so, ich verstehe Frauen nicht. Und dann erwarten, dass sie eure Baseball-League folgen. Also wirklich. Ja. Genau, also ich glaube, da wollte ich ja nicht hin damit. Nerds, ja. Nerds. Ich glaube, das ist, und der ist ja auch, er ist ein Schachspieler, ne? Also sein Vater ist ein Schachspieler gewesen, er ist jetzt so, hat das von Kindesbeinen aufgelernt. Dann dieses ganze Kickboxen und so weiter kam nur, weil er in einer scheiß Gegend gewohnt hat und sich irgendwie wehren musste. Und das ist auch eine typische Reaktion auf Stress von außen. Ja.
Und dann irgendwann, ne, also er war einfach, er war eigentlich das, was heute wär's ein Gamer. Heute wär's so ein Gamer, der BJJ macht. Das ist genau diese Kombo, ne, diese Schnittstelle. Ja. Nicht, dass die alle so drauf sind wie er, aber ich meine, das ist so eine ganz typische junge Männer-Schnittstelle. Obsessiv Computer spielen, obsessiv irgendwie so eine Sache haben, auf die man sich so mega fokussiert. Und dann aber Social Skills schleifen lassen. Das ist nämlich genau das, wo die dann alle anecken. Ja. Weil sie es dann nicht schaffen, die nicht genug Zeit und Energie darauf verwenden, sowas zu verstehen, Empathie aufzubauen. Und dann am Ende machen sie so ein intellektuelles Spiel daraus. Das finde ich mal sehr interessant, dass sie dann immer so Argumente finden, wie ja, evolutionär gesehen. Ah ja. Können Frauen ja nur Männer lieben, die stärker sind als sie oder sowas. Ja. Ne? Ja. Die Argumentation mit Evolutionsbiologie ist immer ganz dürftig. Ja, aber es ist deswegen dürftig, weil die Leute nicht verstehen, worüber sie reden. Ja. Also das ist ganz, zum Beispiel Klassiker ist, es gibt nur zwei Geschlechter, XY und XX. Ne? Aber das ist einfach nicht wahr. Das stimmt nicht. Ja. Also das ist biologisch nicht richtig. Ja, exakt. So. Das ist das, was man in der Grundschule und so weiter lernt, aber das Interessante, was wir an der Uni auch sofort präsentiert haben, das fand ich so funny, auch in Chemie und so, ne? Die kommst da hin, ne? Und die sagen so, ja, alles, was ihr über Chemie wisst, ist falsch. Das haben wir euch beigebracht, weil das hilfreich für euch im Alltag sein könnte, in so kleineren Sachen oder so einfacheren Jobs. Diese Modelle sind richtiger, aber sie sind auch nicht völlig akkurat. Und in zwei Semestern bringen wir euch noch ein Modell vor, was noch akkurater und komplizierter ist. Hm. Und du denkst so, wow, wir haben, ich habe Arbeiten über den fucking pH-Wert geschrieben und der ist jetzt nicht mehr richtig. Ja, der ist ziemlich egal. Also was ist los? So, ne? Aber das ist, Wissenschaft ist zu kompliziert, um das dir an der Schule akkurat beizubringen. Das heißt, du kriegst die einfachste Version, nämlich XXXY. Aber dann hat man festgestellt, okay, geschlechtsspezifische Chromosome, die halt so Phänotypen ausbilden und so weiter, sind auch noch woanders und ganz anders kompliziert verteilt und es ist alles nicht so einfach. Und dann mutieren wir die ganze Zeit. Jedes einzelne Mal, wenn ein Baby auf die Welt kommt, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit dabei, dass da irgendwas beim Kopierprozess nicht ordentlich kopiert wurde und das führt zu Mutationen. Und dann kann es sein, dass du jemanden hast, der Doppel-X-Chromosom hat, aber ansonsten sich fast aussieht wie ein Mann. Mhm. Also es ist ja, Greta. Nicht so einfach. Sorry. Greta. Dummer Joke. Nee, es gab doch diese, weißt du, wenn du nicht mehr denken musst, es gab doch diese eine Läuferin bei den Olympischen Spielen, die die aus Südafrika war, glaube ich, oder so, der so richtig krass ihr Titel und ihre Medaillen angefochten worden, weil Leute immer gesagt haben, das ist irgendwie, die ist irgendwie trans oder so. Ja. Aber keiner konnte das beweisen. Und am Ende ist sie. Hat die nicht einfach insane Testo-Werte auch? Die eigentlich bei Frauen irgendwie sehr untypisch und die waren. Sah halt auch aus wie jemand, der. Ja, sehr viel Testo halt hat. Lose gesagt, so ein bisschen so zwischen dem, was wir normalerweise von Frauen oder Männern erwarten, irgendwie so ein bisschen dazwischen war. Ja. Aber daran war halt nichts unnatürlich. Die ist nicht manipuliert worden, die hat sich nichts gespritzt. Offensichtlich, bisher konnte man nichts nachweisen. Sondern es ist einfach auch eine genetische Sache. Mhm. Und manchmal kommt halt jemand raus, der halt so ein bisschen so ein Outlier ist. Weißt du noch, spannend. Ich wusste nicht, dass das quasi so oft passieren kann. Also ich dachte, wusste nicht, dass es. Das Problem ist, dass wir uns alle nicht vorstellen können, was große Zahlen sind. Ja. Also wir reden immer so lässig über 8 Milliarden Menschen auf der Erde oder was auch immer, aber keiner von uns hat die mentale Fähigkeit, sich das vorzustellen. Ja. Ist genauso wie wenn jemand zu dir sagt, vor 65 Millionen Jahren gab es Dinosaurier. Du hast keine... Völlig egal, ist einfach eine Zahl. Ja, du hast keine... Du hast kein Konzept davon. Null. Krass, aber also, das ist ja... Jeder, der mir nicht glaubt, seit ihr zu Hause sitzt, stellt euch jetzt mal 65 Millionen Jahre vor und sagt mir dann Bescheid, wie es gelaufen ist. So Gender Studies klingt für mich immer so nach einem Studiengang, wo ich mir so, ah krass, das ist ja so wie Philosophie oder irgendwie sowas. Was machst du denn danach damit? Also, aber anscheinend. Das ist ja ein anderes Problem. Würde ich auch sagen, ist eine andere Frage. Aber und das ist ja auch ein biologischerer Approach. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern sowas bei Gender Studies, ich bin mit dem Studiengang. Ja, das aber Problem wenn, ist, wenn ich bei Gender Studies, wo dann sonst? Also, oder? Wenn man man sollte eigentlich meinen, dass die sehr nah verzahnt sind. Also es ist ja, ich glaube, es ist ein geisteswissenschaftliches Fach. Aber es sollte eigentlich eine Fachmischung sein, die auch mit Biologie sehr viel zu tun hat, weil es hat sehr viel damit und Psychologie natürlich und so weiter. Das Problem ist aber, dass es nicht oft so gemacht wird. Nee, und wahrscheinlich dann, nicht, ne? Was ich mal, das ist auch ein sehr neuer Studiengang, das muss ich wahrscheinlich auch erstmal einpegeln. Das muss ich einpegeln, auf jeden Fall. Und es hat natürlich auch am Anfang vielleicht ein Klientel angezogen, die aus welchen Gründen auch immer dachten, das ist jetzt hier so das, also ich kenne Leute, die da hingegangen sind und dann gesagt haben, ja, das war schon so eine kleine Männerhassorgie und so dann teilweise. Natürlich. Weil sich da halt dann Leute versammeln, die vielleicht auch sehr viel zum Opfer gemacht wurden von so restriktiv maskulinen Typen. So, ja, es ist jetzt nicht so schwer, Männer scheiße zu finden. Ja. Das ist keine große Aufgabe, das kann ich auch. Ja. Also ich verstehe das schon, das ist meist nicht so zielführend. Ich musste nur gerade noch dran denken, ist ein bisschen anderes Thema, aber ich habe auch letztens einen Podcast gehört.
von Lex Friedman, der war ein Physiker zu Gast, der so über Fusionsenergie geredet hat. Ja. Und da ging es ja dann auch so um so, also wie viele Atome sind in einem Kubikmeter Luft? Mhm. Und es ist. Darf ich schätzen? Du bist so daneben links, es wird insane sein. 10 mal Potenz 12 Atome. Also 10 hoch 28. Ah, aber dann habe ich gar nicht. Na doch, du bist 16 Nullen off. Guck mal, du kannst dir große Zahlen nicht vorstellen. Ja. Du bist 16 Nullen off. Ja, okay. Und der Unterschied ist insane. Aber es kommt natürlich, natürlich auch an wo, ne? Also ein Kubikmeter hier ist anders als Kubikmeter im All. Ja, aber er hat ja gesagt Luft. Achso, Entschuldigung. Das ist ja ein Vakuum. Ja. Aber ich fand das so verrückt, weil, wie gesagt, 10 hoch 28 sind eine 10 mit 28. Für mich ist das 1028, was da steht. 1028. Das ist schon schwer vorzustellen. Ja, aber Jonas hat recht. Ja, große Zahlen sind unmöglich für die Menschen zu begreifen. Das ist schon schwierig, wenn du dir über 50 Leute vorstellen sollst. Ja. Das ist ja schön. Ja, ne? Dann wird es ein bisschen messy. Ja. Dann ist es in der. Und über 100 wird es schon. Sag mal nicht irgendwie, dass man sich nur so gerade so 100 Leute merken kann. Ja. So, ich glaube, zumindest so mit Namen, Gesicht und so ein bisschen so grobe. Ja, wobei ich glaube, das ist auch so. Es gibt Leute, die sind zum Beispiel Super Recognizer und so. Hm? Ja. Da hat man jetzt eine Freundin von mir hat einen Test gemacht und seitdem läuft sie sehr stolz durch die Gegend und sagt, sie ist Super Recognizer. Weil das Leute müssen weniger Tests machen. Ja. Aufhören. Ja. Hört auf, euch zu testen. Gut, dass die Pandemie vorbei ist, weil das ist eine schwierige Message. Aber nee, also Leute testen sich zu viel, dann sind sie immer genau das Testergebnis. Ja. Und dann muss ich mir das 6 Wochen lang anhören, dass ihr eine neue Persönlichkeit habt. Ja. Aber vorher nichts, das jetzt es gibt nichts. Da so ein, ganz es gibt da so einen Psychologietest online, der ist so von anscheinend vom Psychologen so entwickelt worden, wo dein Charaktertyp so beschrieben wird und dann sind es so 4 Buchstaben. Ich glaube, den haben wir schon mal gemacht. IMJS. Ja. Und ich finde es immer wieder witzig. Wenn Leute so in ihre Instagram Bio das reinschreiben, Proud ETPF. Ja. Diese Proud ETF. Nee, ich denke mir so, das kann man nicht, du kannst einen Menschen nicht an 4 Buchstaben zusammenfassen. Also, was, du hast einen 15-Minuten-Test gemacht und glaubst, manchmal du bist ja so gelogen bei einigen Sachen wahrscheinlich. ich bin schon kreativ. Ja. Also, ich bin schon kreativ. Letztes Mal was mit Fingerfarben gemalt, mit 9. Ja. Ich habe eigentlich tatsächlich einen Psychologen. Darüber einen Vortrag gehalten sind. Habe ich das nicht schon mal erzählt? Du hast einen Vortrag gehalten? Nee, ich habe einen gesehen. Ja. Auf YouTube natürlich und so. Aber das fand ich sehr interessant, weil er halt meinte, dass Menschen irgendwie 150 Charaktereigenschaften haben. Mhm. Also in dem Dreh, also es war jetzt eine Zahl, die habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Aber sowas in dem Dreh, meine ich jetzt, ne? In der Höhengrößenordnung. Ja. Und er meinte halt so, dass Eltern sehr viel Zeit damit verbringen, also moderne Eltern, sich Sorgen zu machen darüber, was sie ihrem Kind alles mitgeben und was jede Bewegung bedeutet und bla 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 und was passiert, wenn ich jetzt einmal zu spät den vom Kindergarten abhole, ist dann für immer ne, so. Und er meinte halt, also diese Eigenschaften, über die er geredet hat, die sind angeboren. Das heißt, du hast 150 Charaktereigenschaften, die angeboren sind, einfach aus deiner Genetik. Und du darfst ja nicht vergessen, das bedeutet nicht nur von deinen Eltern, das bedeutet von deinen Großeltern, Urgroß und so weiter. Das geht so lange zurück, wie es die Menschheit geht, was du an Genen mit dir rumträgst teilweise. Aber das Umfeld triggert nochmal ein paar Gene oder nicht? Ja, das macht Dinge, also, das ist schon klar. Ja. Aber er meinte halt, also diese Obsession damit, dass Eltern denken, alles, was sie tun, verändert ihr Kind. Ja. Machst du das mit so Giacomo, machst du keinen Fighter. Ja. Das werden wir sehen. Ja. Auf Patreon. In der neuen Giacomo, Kampagne. Der Vampirjäger, ey. Oh, das ist ein cooles Spin-off. Ja. Freunde, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja. Wollen wir noch eine kleine Plug-Runde am Ende machen? Ich hatte noch einen Anruf. Wollen wir noch den einen Anruf machen? Also die Frage ist so ein bisschen... ich muss halt irgendwann los. Ah, okay. Das ist das Problem. Ich bin ein bisschen zeitlich... Okay, dann lass Ach du Scheiße, sind wir schlecht in der Zeit. Also deswegen dachte ich halt auch gerade, warum machen wir nicht noch ganz kurz jetzt und dann bist du halt in der Plus-Folge nicht dabei. Ja gut, dann machen wir das so. Hol das Telefon jetzt. Ja, nee, du hast ja recht. Ich möchte ganz kurz sagen, es ist nicht so ganz meine Schuld. Bei uns ist irgendwie Gas und die wollen da irgendwie in die Wohnung und wenn ich die nicht reinlasse, muss ich Geld zahlen. Und ich will denen kein Geld geben. Ja. Muss ich wirklich sagen. Ich habe auch eine Gaserhöhung bekommen, ne? Ja. Die haben uns die Preise erhöht, du. 2 Euro mehr zahlen im Monat. Die geben auch uns einen Scheiß hier unten. Du, nach unten wird immer getreten, ne? Nach oben buckeln, nach unten. Ach. Ja, das nervt mich jetzt schon. Ich habe eigentlich noch eine. Butter ist auch teurer geworden, sagt er, während er reinkommt. Was kostet ein Stück Butter gerade? Sind wir schon so abgehoben, dass wir es nicht wissen oder wisst ihr es noch? Nee. Es gibt manche Sachen, die merke ich mir komischerweise nicht so richtig. Kommt halt auf den Laden an, wo man es kauft. Ey, ich habe neulich bei Rewe eingekauft. Ne? Ich hatte sehr viel Pfand abgegeben und dachte so, das deckt sich. Ne? Und dann hat sich gar nicht gedeckt. Es hat sich nicht gedeckt, aber so um 4 Euro. Und ich dachte so, das ist aber viel. Und dann habe ich so gesehen, der Käse, das ganze einfache Gouda-Scheiben-Käse gewesen,
hat 3,60 € gekostet. Und ich dachte was mit Käse passiert? Ja. Mhm. Das ist kein toller Käse. Nein. Ich habe extra den günstigen genommen. Yep. Irgendein Jahr Käse. Totally agree. Einfach nur zum Überbacken. Hm? What the fuck? Kaffee 9 €. Ja. Ja, ja. ja, ja. Ich spiele mal, also vielen Dank, ihr könnt hier anrufen auf dem vom P-Phone, die Nummer findet ihr im Link in der Beschreibung und da könnt ihr uns eine Frage stellen, was loswerden und einfach generell Feedback, also genau. ja, ich mach mal aber nur Gutes. Ja. Wiedergabe neuer Nachrichten. Eine neue Nachricht. Ja moin, Robert hier nochmal. Alle Fragen, ich stelle euch vor, ihr seid auf einer Party, unterhaltet euch über Comedy, was auch immer, in welchem Format. Was ist eure Go-To-Comedy-Serie oder sowas in der Richtung, was in Deutschland keine Sau kennt, was ihr aber mega abfeiert und irgendwie jedem immer sofort empfiehlt? Bei mir ist es übrigens It's Always Sunny in Philadelphia. Ja. Falls ihr das nicht kennt, kann ich es nur so sehr empfehlen. Tschüss! Dank, und das gibt es in der Patreon-Folge. Nein, Robert, vielen Dank, sehr lieb von schöne dir. Frage. Schöne ja. Frage, ja. Ich glaube, in Deutschland... Always Sunny, wirklich eine sehr gute Serie. Ja, ich weiß, ich liebe auch die Clips daraus. Hast du nicht geguckt? Doch, ich gucke es langsam nach, weil ich habe es erst später angefangen. Ich habe es nicht beim ersten Mal, als es groß rauskam. Irgendwie. Ich habe es auf Comedy Central immer nachts so ein paar Folgen gesehen, fand ich immer funny. Aber die deutsche Synchro ist nicht... Ja. Muss man auch sagen, die kratzt schon borderline an der Frechheit. Ich höre auch den Podcast von denen, ne? Die haben jetzt einen Podcast. Haben die wirklich? Ja, die haben einen Podcast, wo sie die Folgen einzeln besprechen. Jede Folge ist eine Folge. Ah, nice. So. Ja, geile Idee. Ist ganz cool. Ja, kann man empfehlen. Community natürlich auch immer. Und dann Letterkenny. Das ist deine große Empfehlung. Das kennt wirklich kein Schwein. Ja. Also es ist eine kanadische Comedy-Serie. Jeder Clip, den du mir geschickt hast, war so funny. Oder Mighty Boosh, wenn ihr so richtig, das ist so eine, okay, jetzt packe ich mal was aus. Mighty Boosh ist die Serie, an der ich teste, ob eine Frau Freundin-Material ist. Ja. Das aber ist wirklich ist nicht gefährlich. Muss sie kennen oder muss sie gut finden? Nee, sie muss sie gut finden, wenn sie dann sieht. Ich erwarte nicht, es ist jetzt auch echt lange her, dass die rausgekommen ist. Ja. Das wäre jetzt ein bisschen viel verlangt. Aber wenn ich jetzt eine neue Frau kennenlernen würde, dann wäre das, und meine Freundin hat den Test bestanden, aber wenn ich jetzt die nochmal kennenlernen würde, dann müsste ich mit ihr so Mighty Boosh gucken. So eine Generalprobe. Ja. Spannend. Warte mal ganz kurz, Mighty, wie schreibt man Boosh? B-O-O-S-H. B-O-O-S-H. Mighty Boosh. Die kenne ich auch, super. Ah, spannend. Die hast du gesehen? Du hast mir sie gezeigt, so. Als wir bei dir mal früher aufgenommen haben. Ja, okay. Ja. Noel Fielding, woher kenne ich den? Ja, den kennt man. Oder, woher kennt man den denn? Great British Bake Off jetzt gerade als Moderator. Aber der hat auch echt viel gemacht. Ja, ich würde sagen, Rick and Morty auch. Nee, die Frage war jetzt aber ehrlich gesagt... Kommen die... vor allem was auch niemand... Was niemand kennt. Was niemand und Mighty kennt. Boosh und Letterkenny kennen hier wirklich keine Sau. Dann würde ich sagen noch für mich... Wo man auch ein bisschen zeigen kann, dass man Ahnung von Comedy sehr hat. Sehr witzige, das ist aber sehr, sehr spezifische Humorfarbe, sehr, sehr trocken britisch, würde ich schon sagen, An Idiot Abroad von mit Carl Pilkington. Also von Ricky Gervais und Steve Merchant produziert, früher vom Podcast XFM, glaube ich. Ja. Das kann ich, das ist so mein Nischen-Call, der sehr gut sein ist, finde ich. Genau. Guter Nischen-Call. Und deren animierte Serie, The Ricky Gervais Show, die den Podcast quasi animiert haben, auch unglaublich witzig. Also, spannend, dass ihr beide so britische Sachen empfohlen habt. Ja. Na, wieso? Ich habe eine kanadische und eine britische. Ja. Und Always Sunny ist ja schon weg gewesen. Ja. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt mal full-blown Good Old America. The Whitest Kids You Know. Achso, ich dachte, du wolltest Seinfeld sagen. Ja. Whitest Kids You Know sind doch auch Kanadier. Trevor Moore und so, die sind doch alle Kanadier. Ja, das kann sein. Können ja nicht nichts Amerikanisches empfehlen. Meine andere Empfehlung wäre auch was Britisches. Was ist denn hier los gerade? Naja, die Amerikaner, also Comedy sind. Aber bist du sicher, dass Trevor Moore ein Kanadier ist? Ziemlich. Ja. Zumindest The Whitest Kids You Know ist eine wahnsinnig absurde, weirde, Low-Budget-Sketch-Comedy-Show. Ja. Total far out, total. Also, ich teilweise wirklich legit daneben. Mhm. Muss man halt einfach wirklich sagen. Ja, kennt hier leider auch, glaube ich, niemand. Und ansonsten auch ein ganz, ganz weirder Call. Mache ich auch was Britisches, dann machen wir das Briten-Ding voll. A Bit of Fry and Laurie. Ja, okay, old school. Das kenne ich nicht. Ganz, ganz old school. Das ist Stephen Fry und Hugh Laurie, der doch später Dr. House gespielt hat. Der ist eigentlich ein Comedy-Darsteller gewesen. Krass, genau. Spannend. Die hatten eine Sketch-Comedy-Show. Ja.
Aber das ist ja schon fast Python-esque. Also das ist ja die Generation nach Monty Python. Ja, ist es. Ja, deswegen gefällt mir das, glaube ich, auch so gut. Ansonsten können wir ja auch Monty Python's Flying Circus empfehlen. Aber das ist eine Sache, die kennen in Deutschland viele Leute. Ja, exakt. Zumindest in einer gewissen Generation. Also A Bit of Friend Laurie ist dann noch ein bisschen mehr Nische. Ja. Und jetzt, wenn wir das haben, welchen Stand-Up-Comedian oder welche Stand-Up-Special? Warte mal, What We Do in the Shadows ist eine amerikanische Serie. Das kennen schon ein paar Leute. Es kennen ein paar Leute. Ist das in Neuseeland? Ja, ursprünglich. Aber die Serie ist in Amerika. Ist auch so gut. Ja. Ist auch so die Serie ist der absolute Hammer. Unfassbar gut geschrieben. Ja. Jetzt, um die Frage weiter zu öffnen, ihr müsst einen Comedian samt Solo, ihr müsst auch dieses Solo oder das Special empfehlen. Mhm. Und auch da versucht schon nischig zu bleiben. Mhm. Also das ist jetzt nicht hier Mann, Frau, Frau, Mann von Mario Barth. Weiß, ist ein Banger. Ja. Ist ein Banger. Ja. Muss man wirklich sagen. Das ist dumm, weil das wollte ich jetzt, meinst du auf Deutsch oder generell? Generell. Also kommt James A. Caster. Aber der ist nicht mehr an den Nischig, finde ich. Der ist schon wirklich, also... Der ist schon ziemlich noch Nische. Echt? Netflix? Alles auf Netflix von ihm? Ja. Ja, okay, aber das hat nie wirklich jemand, glaube ich, groß in Deutschland geguckt. Hier wird es nicht so, ich glaube, James A. Caster kennt hier wirklich noch kaum eine Sau. Nee. Ich glaube, selbst schon bei Bill Burr kennen es noch Leute. Und sonst sage ich Joe Lycett. Joe Lycett. Britischer Comedian. Okay. Ah, okay. Den britischen Comedians kenne ich nicht ganz schlecht aus. Das ist eine große Bildungslücke für mich, weil da sind echt viele, die sind oft funnier als die Amerikaner in vielen Dingen. Okay, dann sagt aber, mir das jedes einzelne Mal, wenn ich ihn sehe. Einen guten Amerikaner, der noch nischig, glaube ich, ist, aber der gerade kurz den Mainstream gerochen hat. Chris D'Elia. Chris D'Elia. Nate Bargatze, die neuen Specials auf Netflix nicht so gut, aber sein erstes Special auf Spotify, Yelled at by a Clown und Fulltime Magic. Sind zwei. Yelled at by a Clown ist wirklich so ein gutes Album und so ein guter Titel. So ein tightes Special. Weil sein Vater ist ja. Ja, genau. Ist Clown. Ist Clown. Und Magier, oder? Und Magier. So, genau. was sagt er? Confusing it is. Yelled at by a Clown. Das ist bestimmt, aber da lächelt jemand. Und er war so. Ja. Aber Nate Bargatze, einmal ganz kurz: Nate Bargatze ist in den USA absolut nicht mehr Nische. Nee. Ich habe seine Tourräume gesehen, da sind 4000er, 5000er. Aber hier würde ich sagen: in Deutschland. Hier kennt ihn keine Sau. Keine Sau. Keine Sau. Ja. Das Special könnt ihr auch auf YouTube hören, wenn ihr kein Spotify habt. Was komisch ist, weil ihr hört gerade den Podcast auf Spotify. Oder auch nicht. Wer weiß. Doch, der Podcast läuft auf Audible und alles. Ach so, die sind überall. Ja. Welches Solo würdest du denn übrigens auch empfehlen? Ich das aktuelle. Ich habe vergessen, wie es heißt. Irgendwie Lasagne irgendwas. Oh, das hat mir Till auch empfohlen. 99 Code Lasagne. Ja. Das hat er auch richtig von geschwärzt. Also ich meinte auch von James A. Caster tatsächlich nicht das, was ihr auf Netflix findet, weil das fand ich ganz gut, aber das war noch nicht das Level, was er da hatte. War das nicht da, wo er vier nacheinander rausgeballert hat? Absolut ein Classic vergessen. Kyle Kinane. Kyle Kinane kennt in Deutschland kein Schwein. Der war sogar hier in Berlin mal, ne? Ist ein richtig fucking guter Comedian. Ich habe neulich aktuelle Sachen von ihm mal gehört. Aber da kenne ich kein Solo zum Beispiel von ihm. Ist auf Spotify. Ah, okay. Kannst du finden. Ja. Und natürlich Theo Vaughns erstes, 40 Pounds of Hamster Bones. Das wäre meine Empfehlung gewesen. Du hast mir gerade meine Empfehlung weggenommen. Hammer. Das Brad Pitt-Bit. Jetzt so ein ganz langes Bit, wo er darüber redet. Das ist, glaube ich, auf dem nächsten Album. Ah, okay. Ich glaube, wie ist denn das danach? Habe ich vergessen gerade, aber 40 Pounds of Hamster Bones. Ah, du mit Trumpets, Trumpets? Musket Fire. Musket Fire und Trumpets. Aber dann haben die jetzt eigentlich richtig gute Sachen jetzt empfohlen bekommen. Ja. Also wenn ihr zu Hause Stand-Up gucken wollt oder Comedy Show. Und ich habe noch eine kleine weirde Empfehlung. Ich weiß nicht, ob die noch auf Netflix ist. Ich glaube inzwischen nicht mehr. Zach Galifianakis hat einen Comedy-Special. Ach so, Life at the Onion. Life at the Purple Onion. Ja. Super absurd. Absolut in vier insane. Teile, ne? Nee, ist nur ein Teil. Das war James A. Caster, der vier Teile hat. Ah, ja. Aber er spielt... Ich möchte gar nicht zu viel wegnehmen. Es ist so krass. Es ist also, so verrückt, wenn man merkt auch schon... dass sein Kopf ein bisschen anders, also er ist da schon gezeigt, er ist nicht reiner Stand-Up, deswegen macht es auch Sinn, was er danach macht. Ja. Und können wir vielleicht auch noch mal ein paar Frauen empfehlen? Oh, bitte. Sarah Silverman, We Are Miracles, Rose, ist ihr letztes. Ich glaube, Rosebud Baker kommt demnächst mit einem die wird klein. Junge, ist das eine Mörderin. Also da, auf die bin ich wirklich gespannt. Rosebud Baker. Ist einer der wenigen, wo jedes Reel, was die posten, ist eine Hammerbeobachtung, Hammerjoke. Sweet Beth. Meine Sweet Beth, Beth Stelling. Absolut Hammer-Comedian. Ja. Ich liebe diese Aber Frau. Hat die ein Solo draußen? Ja. Also ich weiß, dass sie jetzt ihr Taping letztens Sweet hatte. Beth. Ah, okay. Ist unter anderem eins. War die nicht mal mit Sam Morrill zusammen? Jetzt so richtig Inside-Baseball-Talk zu machen? Ja, kann sein. Ja. Kann aber auch sein, dass Amy Schumer mit Sam Morrill zusammen war. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber Amy Schumer, Comedian. Trash. Ja. Beth Stelling, richtig Hammer. Gut. Richtig, richtig gut. Warte mal. Noch mehr Filmac-Comics-Empfehlungen. Ich butcher ihren Namen jedes Mal. Fortune Feimster. Ja.
Unfassbar. Wirklich. Auch so ein weirder Name. Ja, ja, ja. Und die Frau ist auch sehr weird. Also ja. sie hat so eine ganz, ganz spannende, super spannend, wie sie spielt. Ist immer so Storytelling, aber dafür aber sehr punchy irgendwie auch. Ja. Ich finde es immer noch lustig, wie sehr sie selber davon überrascht war, dass sie lesbisch ist. Und alle, die ganze Welt hat sie angeguckt und gesagt, ja, natürlich. Also ihr doch ein großartiges Bit darüber, wie sie so ihr Coming Out hat. Und ihre ganze Familie ist so, natürlich. Ja, also, ja, sehr gut. Tig Notaro kannst du fast alles von gucken. Ansonsten? Nee, Sarah Silverman ist für mich immer noch so ganz... Ich glaube, wir reden ja jetzt auch ein bisschen über so Geheimtipps. Ach so, ne? Also stimmt, Sarah Silverman ist halt so, das weiß halt jeder. Ich glaube, Beth Stelling ist so Mittel. Ja, Rosebud Baker ist auch ein sehr guter Call. Rosebud Baker ist jetzt der neue heiße Shit, der kommt. Weiß aber nicht, ob die mit einem Special kommt, weil die schreibt ja auch noch für SNL. Die ist ja völlig insane. Ja, okay. Die schreibt auch für SNL und tourt. Aber die sind ja alle so. Diese Generation. Also die sind alle komplett bekloppt. Ja. Also die hat eins der krassesten Pensums. Die schreibt auch für SNL, das wusste ich gar nicht. Ja. Stimmt, ihr Name taucht da manchmal im Dings auf. Ja. Nee, ich glaube, das sehr, sind sehr gut. Ich glaube, da sind Banger-Namen und Specials dabei. Ja. Prima. Dann können wir auf der Party ein bisschen angeben. Ja, auf jeden Fall. Ist ja immer gut, wenn man auf einer Party, auf so einer WG-Party eine Sache sagt, die man nicht sofort... Ja. Übrigens auch, wenn ihr mit Comedians redet, ne? Neulich hat mich einer angequatscht in einer Bar, der ziemlich besoffen war und die ganze Zeit seine beste Freundin oder was auch immer hat versucht, den mal so wegzuziehen von mir, weil es so... Ist aber nett von, dass die Freundin noch was gefühlt hat. Und ich dachte dann, aber es war okay, und es war so ein junger Typ, ne? Und wir haben so gequatscht und dann hat er angefangen zu sagen, hier Comedy und dieses und jenes und ich habe schon, als Comedian kriegt man ja dann immer... Sachen, wo man so heimlich mit den Augen rollt, tief drin, ne? Weil die Leute immer mit den oberflächlichsten, also dann so, keine Ahnung, wer gerade, weiß ich nicht, so, schlimmstmögliches Beispiel, wenn jemand ankommt und irgendwie so, ja, Kristall und so, ne? Ich so, nee. Der Typ, der ist noch ziemlich jung gewesen, Anfang 20, kam an mit George Carlin, Dave Chappelle, Bill Burr. Kannst du machen. Und ich hatte so. Gute Kreuz. Ja. Gute Kreuz. Holy shit. Ja, also für einen Non-Comedian, George Carlin zu sagen, ist schon viel. Du vielleicht. In der Generation. Ja. Vielleicht wird die Comedy-Bildung auch besser. Ja. Ich habe ja da immer so eine leise Hoffnung, dass das slow and steady, da die Leute auch Comedy-gebildeter werden. Ja, das Internet könnte das machen. Ja. Aber du, ich bin, was das angeht, auch kulturoptimistisch, weil man muss ja wirklich sagen, ich habe gestern das Opening gemacht für die Fernsehshow von Till. Ja. Und da war unter anderem auch Stefanie Sargnagel, von der ich ja sehr, sehr großer Fan bin. Ist eine Autorin aus Österreich. Ist einfach so, bin ich einfach persönlich, ist nicht super famous, ich bin einfach großer Fan. Das sagt er immer wieder, das ist wirklich ein Ding bei ihm. Mhm. Was? Der Andrew ist ein großer Fan von Stefanie Sargnagel. Zieht sich durch diesen Podcast, achtet mal drauf. Ja. Verarschst du mich gerade? Nee, das ist einfach nur auffällig. Ja, nee, ich hab von ihr hängt ein Bild in meiner Wohnung. Großer Fan. Und sie kommt ja gar nicht vom Stand-up. So, sie kommt and Steffi are sitting in a tree. Ich werde nicht lügen, wir waren danach auch noch was trinken. Und oh, ich habe ein bisschen zu viel getrunken. Oh no. Nein. Alles nett, alles cool. Und ich war so stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, glaube ich, ich hoffe so sehr, dass ich, glaube ich, nicht unangenehm war. Ja. Weil das erste, was du gesagt hast, von dir hängt ein Bild in meiner Wohnung. Ich wollte genau das vermeiden. Nee, aber ich habe schon gesagt, dass ich sehr großer Fan bin, dass ich schon live gesehen habe und so. Und dann war das ganz nett. Der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, war, dass sie kommt ja von Lesungen. Ja. Sie ist eher so immer Autorenbusiness, liest live. Und sie hatte auch von außen so eine Beobachtung von, das sieht gerade aus, als würde das richtig krass boomen im Stand-up. Ja. Und es war immer spannend, weil ich habe das Gefühl auch, aber es ist nochmal spannend, wenn jemand, der auch im Fach ist, aber nicht genau in dem Fach sagt, krass, wie es bei euch gerade abgeht. Ja. Das ist bei uns nicht so. Also Lesungen, ist ein anderes Game, muss man wirklich sagen. Also ich glaube wirklich, dass Stand-Up boomt. Ich glaube, dass die Leute das mehr schätzen, sich dann auch mehr damit beschäftigen. Ich glaube, wir haben noch ganz gute 10, 12 Jahre, bis wir wieder uncool sind. Ja. Jetzt ein paar Reels rausballern, Jungs. Ja. Jetzt mal richtig. Apropos Reels, wenn ihr die auf Instagram seht, teilt die ruhig gerne. Genau. Ja. Sehr gut, vielleicht das wollte ich einmal sagen. Gute Überleitung, vielleicht nochmal in TikTok Promo. Auch. Genau. Warte noch mal ganz kurz. Vielleicht schaffst du unter 3 Minuten jetzt. Willst du mal, darf ich stoppen, also, und du machst eine schnelle? Warte. Oder stoppst du mit der Uhr? Ich gucke mit. Kannst ja schnell stoppen. Ich guck mit drauf. Und warte. 3, 2,
1. Diesen Samstag, wenn die Folge rauskommt, sind wir mit Monkey Room. Dann könnt ihr sehen, wie wir ein paar Sets spielen. Wenn ihr die Sets gut fandet und mehr Bock habt auf mehr Comedy von uns, Jonas spielt am 4.2. sein Solo, seine Aufzeichnung. Ja. Und ich darf der Opener sein, freue ich mich sehr, sehr drauf. Wo kriegt man Tickets? Überall, wo es Tickets gibt, aber nein, ich glaube auch über Eventbrite. Ja. Eventbrite. Okay, genau. Und wenn ihr dann denkt, ich habe immer noch nicht genug Stand-Up, ich spiele am 29.3. mein Solo im Quatsch Comedy Club. Und dann solltet ihr auch, wenn ihr denkt, ey, nee, was? Ich brauche immer noch Stand-Up, dann könnt ihr Falk auf Tour sehen im Frühling. Ansonsten abonniert den Podcast auf Spotify, gebt uns eine Bewertung, teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Abonniert uns auf YouTube und guckt bitte auf Twitch vorbei, wenn wir mal ein bisschen Videospiele spielen. Jeden Dienstag 18 Uhr mache ich das jetzt mit Georg erstmal für eine Weile. Ich habe mir den Mittwoch geschnappt. Ivan macht Donnerstag. Mittwoch, wie viel Uhr wäre das? 18 Uhr. Auch 18 Uhr, das wäre gut, wenn es sich hält. Ja. Und? Ich habe ihn nicht 18 Uhr, ich bin immer Stuhl. Ja. Ey, das ist nicht meine Zeit, die nein, da ist. Nein, 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 nein. Du hast Patreon vergessen, Freundchen. Kriegst gleich mal 5 Strafsekunden. Oh nein. Hätte ich gemacht, hätte ich. Nein. Schnell, sag's nochmal. Wir haben Patreon. Da könnt ihr uns für 5 im Monat könnt ihr eine extra Folge pro Woche bekommen. Und noch mehr. Schaut euch die Tiers an. Gut, aber eine kleine muss ich jetzt doch nochmal. Yeah. Wir hatten nämlich Premiere von Ice Cream Comedy, eine Show, die ich mit Till Reiners mache. Darüber haben wir gar nicht geredet. Dumm. Ja. Ach, ist auch egal. Aber können wir ja nochmal machen. Können wir ganz schnell sagen? Es war ein Gast da. Ja, ganz besonderer Gast. Glaubst du, wir können das einmal kurz sagen? Yeah. Ja. Kai Pflaume war da. Ah, egal. Und er sagt mir das, nachdem ich von der Bühne runterkomme. Ja, ich wollte es dir danach sagen. Ja, weil ich habe Kai Pflaume gesehen und ich war die ganze Zeit so, fuck, das ist Kai Pflaume. Ja. Das war schon sehr absurd. Aber ich glaube, man kann das nett sagen, war eine Hammer-Show. Er war sehr, sehr gut fürs erste Mal. Für den Februar sind die Tickets bereits ausverkauft. März-Tickets kommt, wir arbeiten an 2 Shows, möchte ich noch nicht zu viel verraten, wahrscheinlich machen wir 2 am Abend. Sobald es Ticket gibt, nerv ich euch. Damit auf der Seite vom Ritter Butzke oder bei tillreiners.de. So, cool, dann kommt gut nach Hause. Nehmt immer die volle Kaution. Und Gott schützt das Internet. Fühlt euch geküsst. Tschüss. Verprügelt mit Punchlines.